Los. Ja, hallo, gruselige Grüße zu einem weiteren Livestream auf Linux Guides. Ja, genau, heute gibt es den Schocktober und ich höre mich noch doppelt. So, jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Es gibt heute den Schocktober und dieser Schocktober ist so gruselig, da bin ich nicht alleine. Wie immer sind wir natürlich zu zweit. Irgendwo ist hier der Jean noch. Hallo! Oh. Ja. Also es wird nachher noch ein paar Schockmomente geben. Also wir arbeiten uns quasi so ein bisschen hoch von... Du hast... der könnte jetzt nachkommen. Hat er jetzt... Immer noch nicht. Moment, ja, wir haben heute ein bisschen anderes Setup hier, von daher kann das sogar sein, so. Vielleicht ab jetzt. So, ab jetzt hört man mich, hört man nicht. Einfach mal in den Chat schreiben. Genau. Also ja, ich höre immer ein Echo nochmal von dir, ich weiß nicht, ob das so soll. Jetzt steht perfekt da. Jetzt steht perfekt da, schauen wir mal. Ja. 1, 2 nochmal reinschreiben, nicht, dass es perfekt einfach auf den gruseligen Hauke wir hören. Hören wir. Ja. Jetzt, ja, genau. Wunderbar. Ja, ja, einen gruseligen Dienstagabend euch. Ja. Genau. Ja, absolut. Jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Im Hintergrund ist ja schon so eine Webseite offen. Die ist jetzt nun nicht so gruselig, hoffe ich jedenfalls. Es geht dabei um die Tux-Tage vom 12. und 13. November ist ja auch nicht mehr so lange hin. Also das Programm ist jetzt fertig. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen? Oder? Absolut, kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, wir haben dieses Mal ein sehr buntes Programm nochmal mit ganz vielen verschiedenen Themen, besonders auch in Richtung Maker-Bereich, am Sonntag beispielsweise auch. Aber wir haben viele Server-Themen auch, aber auch viele allgemeine Themen, viele Diskussionen, viele Talks, wo ihr dann mit dabei sein könnt und mitdiskutieren könnt. Und natürlich am Anfang geht das natürlich mit dem Auftakt los, der Podiumsdiskussion am Samstag. Vormittag um 10.10 Uhr geht's los, ne? Raus aus der Bubble. Open Source in das Bewusstsein der Gesellschaft bringen mit ganz coolen Leuten. Ich habe gehört, du sollst auch mit dabei sein. Ich soll auch mit dabei sein und ein bisschen was daraus erzählen aus meiner einzelnen Blase und wie man da vielleicht Peaks machen kann und dass man ein bisschen rauskommt. Ja, mal schauen, was da kommt. Das ist ja noch ein bisschen... Absolut. Also wir wissen ja noch nicht, was uns erwartet dabei. Das ist ja von daher noch... Wie soll man das sagen? Also andere Sachen sind quasi ja schon ein bisschen vorproduziert. Eins habe ich schon vorproduziert und an einem anderen bin ich schon bei. Und das ist ja live. Das ist live. Das ist live. Ja, ich muss sagen, das habe ich ja letztes Jahr das erste Mal gemacht. Da waren ja auch, wie auch jetzt dieses Jahr wieder dabei sein werden, Frank Kalitschek, Lothar Becker und nicht Sven Thomsen, sondern... Thorsten Franz, jetzt habe ich seinen Namen. Da steht man es auch nochmal. Und das war, ich muss sagen, wirklich sehr, sehr aufregend, ne? Das alles das erste Mal zu machen. Und es ist live, genau. Ne? Da musst du dann natürlich schauen, dass du die richtigen Fragen stellst und dass man da nicht nur 50 Minuten dann da sitzt und dann irgendwie nur Stille ist. Von daher hat aber letztes Jahr richtig gut funktioniert und ich freue mich auch wieder auf dieses Jahr. Und wenn du mal zurück zur Webseite gehst, genau, ja, und mal auf die Homepage oben links aufs Logo klickst und dann könnt ihr mittlerweile für die Tux-Tage werben und eine Tasse gewinnen. Ja,
Genau. Also ihr könnt entweder eine PDF-Datei ausdrucken, je nachdem, wie viel ihr von der Druckertinte ausgeben wollt, haben wir da verschiedene Versionen. Und die könnt ihr dann beispielsweise in Auto hängen, auf schwarze Bretter und so weiter oder irgendwo an euren Arbeitsplatz reinliegen, wo es die Kollegen sehen oder sowas. Und wenn er dann ein Foto davon macht und das dann hier auf dieser Webseite einsendet, dann habt ihr die Chance, eine exklusive Tasse zu gewinnen, die es so nicht zu kaufen geben wird. Ja? Ansonsten kann man das Ganze auch online machen, auf der eigenen Webseite, auf dem eigenen Blog, im Forum und so weiter. Da haben wir auch die ganzen HTML-Referenzen rein, dass man die dann, ich sag mal, dann auch einbinden kann. Und du hast genau das gleiche Problem wie ich bei der 1060 mal 600 Version unten. Da wird kein Banner angezeigt. Das ist ganz, ganz komisch. Er ist eingebunden, aber es ist ein ganz, ganz komisches entweder Cache-Problem oder irgendwas anderes. Da muss ich mal schauen, dass ich das noch gefixt bekomme. Das ist irgendwie super komisch, weil eigentlich ist es eingeblendet. Wenn du die Source öffnest, müsste sie auch da sein, meine ich. Keine Ahnung, was da los ist. Aber Gucken ja, wir ein werden anderes wir Mal. uns auf jeden Fall dann mal anschauen, wann anders. Und ich würde sagen, jetzt reicht es mit dem Genau. Ungruseligen. Schaut gerne auf tuxtage.de vorbei. Und ich würde sagen, lasst uns in den Schocktober reinstarten. Ja, mir gab noch eine Anmeldung, Anmerkung aus YouTube, dass du dich vielleicht ein bisschen leiser machst. Also, ich habe dich gerade ein bisschen Jean ist zu runtergeregelt. leise und Hauke zu leise. Oder keine Ahnung, irgendwas. Also, Bist du ein bisschen krank? Nein, Schaukelstuhl, ich tue nur so. Ah ja, tatsächlich ein bisschen. Ja. genau. Von daher werde ich mich auch heute etwas im Hintergrund Ja, halten. also regelst du dein Mikro ein bisschen runter? Denn ich habe dich und gleich das Spiel auf demselben Kanal und von daher kann ich da wenig machen. Alles gut. Also für mich passt alles. Nein, Wenn es nein, für dich dass du das passt. Mikrofon ein bisschen leiser drehst, also das, was du raussendest. Kann ich das so machen? Ich weiß nicht, manchmal Hafer, regelt er mach das doch wieder mal. hoch, aber ich probiere es mal, ne? Probier mal. Wir probieren es mal, dass ich jetzt mal ein bisschen was runterregle. Ne? Vielleicht Genau. hilft es was. Ne? Jetzt ist eigentlich okay geschrieben so, weiß man nicht. Ja, ich denke, es Genau. passt schon. Also du bist nämlich im roten Bereich hier. Also, aber das sehen wir gleich. Dann, oder vielmehr, wir hören es gleich. So, dann haben wir vorbereitet. Ja, es soll heute um drei Spiele gehen. Die gibt es alle bei itch.io. Da stehen auch die Links unten in der Videobeschreibung drin. Und das erste ist Fear the F Spotlight, nicht Flashlight, sondern ja, das ist so ein bisschen retromäßig angemacht, das Spiel. Wir müssen irgendwie versuchen, aus einer Schule, glaube ich, rauszukommen und dürfen uns nicht von einer gruseligen Figur, die so einen Scheinwerfer auf dem Kopf hat, erwischen lassen. Dann das zweite ist eher so Kategorie knuddelig, so ein ja, Pixel-Adventure. Also die Hexe hat mich so ein bisschen an Pepper von Pepper und Carrot ja, erinnert. Ist natürlich jemand anders, aber von der Art her so ein bisschen so. Schick, Ja, ein Pixel-Adventure, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir da Dinge tun können. Und das letzte, ja. Das spielen wir wirklich als allerletztes. Also das hat wirklich so ein paar Horror-Effekte. Also diese, ach, wie heißt das? Scare-Jumps oder so? Heißt das Ja, genau, so? Jumpscares. Jumpscare. Aber man muss bei dem Video-Vorschau sehen, rechts ist der Let's Player, links ist die komische Figur. Ja. Das stimmt. Das ist ganz wichtig. Ja, also Hinweis, ne? Also Achtung bei der Zahnpflege, man kann viel falsch machen und dann sehen die Zähne in der so aus. Also richtig putzen ist oberste Pflicht. Nicht zu viel bleachen lassen, genau. Genau. Ach, Ja, herrlich. Ich freue mich. genau. Ja, genau. Also prinzipiell können wir dann eigentlich auch loslegen. Ich würde Als, sagen, let's go, oder? also angeblich bist du immer noch relativ laut. Also ich höre dich auch leicht verzerrt. Also wenn du da noch ein bisschen runterdrehen könntest. Ich drehe jetzt einfach mal die Hälfte runter. Ich hoffe, das hilft irgendwas. Das klingt schon Und es besser. tut mir sehr leid. Ne? Es tut mir Also sehr ein leid. Tick So, mehr ja. kannst du vielleicht noch. Einen Tick mehr kann ich noch. So, zack, zack. Machen wir mal so. Test, test. Ja, wie ist so mit der Variante? Also für mich klingt das jetzt nicht verkehrt, aber.
Ist aber auch manchmal ein bisschen blöd, weil ich glaube, unser Nextdoor Talk regelt auch wieder hoch. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Das kann auch sein. Also, das macht manchmal obskure Dinge. Das ist manchmal ein bisschen doof. So, warten wir nochmal Okay. kurz ab, Werden. Ja, bis da ja, ja. Aber. irgendwelche Kommentare zu kommen, ob es jetzt gut ist oder noch nicht gut. Na, du, da Jetzt ein siehst du, bisschen also. zu leise. Ah, Jetzt ein bisschen zu leise. Ist aber okay. die Ich mache dich Latenz. lauter. Lauter. Du machst einfach gar nichts. Aber Genau. jedenfalls, jetzt siehst du, ist gar nicht so einfach, ne? Nee, 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 nee. Und vor allem, weil ja beides auf demselben Kanal drauf ist. So ist gut. So, dann lassen wir es jetzt auch, bevor es wieder schlimmer wird. Dann, genau, dann mal gucken, dass ich das Richtige erwische hier. Da. So, wir wollten hier anfangen mit dem hier. Habe Angst vor dem Flutscheinwerfer. Das Ganze ist. Ganz kurze Frage, wie hast du das heruntergeladen Ach oder so. wo? Am besten vielleicht ganz kurz zeigen, wie wir Ja. das da gestartet haben. So, mal gucken. Ich regel nochmal, sonst. Also, das Ganze gibt es bei hier itch.io. Link steht unten in der Beschreibung drin. Und es gibt hier einfach Downloads. Da habe ich das runtergeladen. Ich habe dann die ZIP-Datei für Linux genommen und entpackt und einfach bloß gestartet. Da ist jetzt nichts weiter dabei. Und der Link ist in der Videobeschreibung, ne? Genau, der Link ist direkt da drin. So. Super. Das sollte man so auch jetzt sehen können. Ist das zu Sieht ja laut? richtig gruselig aus. Ah, ich glaube, ich mach Also mal. für mich passt es, aber es ist ja noch mal ganz anders. Oder schreiben die zu laut? Das kann Musik mache ich sein. noch mal einen Tick leiser. Top geht. Na? Ja, das spielt sich alles ein, Leute. Und vielleicht Genau. ist das auch der erste Gruselfaktor heute, ne? Also von daher Genau. kriegen wir alles So. hin. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Das da wollte ich. So. Ja, also das soll so. Also es liegt jetzt nicht daran, dass die Grafikkarte so schlecht ist, sondern es soll wirklich. Der Spielsound ist zu doll. Moment. Den kannst du auf 5% oder 10% runterregeln, die sind meistens viel zu laut. Ja, da bin ich. Einfach ein Wirklich paar Buchstaben. schwierig mit der Abmischung. Ich gebe da nochmal bei mir einen Tick drauf. So, oder da nochmal ein bisschen weniger und da mal so ein bisschen. Das kannst du ganz runterstellen. Also das ja, kannst du gut was runterstellen. Lieber weniger als zu viel. Also das ist Ja. unglaublich, wie laut die Dinger Also sind. die Musik trägt ja auch so ein bisschen zur ganzen Atmosphäre mit bei. Nicht, dass uns da nachher was entgeht, aber gut. Perfekt, gut, okay. So, Kriegen wir hin. machen wir einfach mal so. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ich grusel mich jetzt schon. Ja. Ja, also sie wollte irgendwie ihre Freundin Amy in der Bibliothek nach der Schule treffen, aber sie kam nicht. Stattdessen, wer kam dann? Stattdessen kam jemand Du anders. musst irgendwo Ja, hinklicken, oder? Nee. genau. So, Ja, also es gibt irgendwie eine Abteilung in der Schule, die vor Jahren irgendwie runtergebrannt ist. Und dort sucht sie und hat sie gefunden. Nee, er hat sie noch nicht gefunden. Achso, Er will hat sie sie. suchen, glaube ich, ne? Aber irgendwas ist komisch mit Amy. Genau, also. Sind wir mal sehr gespannt. Sind wir mal Also sehr ich gespannt. sollte nicht hier sein, ich sollte nicht hier sein, aber irgendwas ist mit Amy und ich sollte sie finden. Mal gucken, ob wir Amy finden. Also das hier ist jetzt. Sieht sehr, sehr cool aus. Sieht sehr cool aus. Außer wenn du in OBS noch zufällig den Firefox-Streifen noch ein bisschen ausblenden könntest. Wenn du das noch ein bisschen nach hoch schiebst, dann ist es Ja, komplett weg. Dann Moment, sieht man Moment. ganz Mal gucken, ob ich vielleicht. hier überhaupt. Komme ich da raus? Ah, so kriege ich die Richtig. Maus auch wieder frei. So, dann gucke ich mal. Stimmt. Ja, das ist das Blöde, wenn man verschiedene Sachen probiert. Sieht perfekt aus. Oder hat eben gut gepasst. Ich habe noch gar nichts geändert. Also von daher.
Boah, kriegen wir alles hin? Kriegen wir alles hin? Ich hoffe doch auch. Und es gibt Lungen in dem Spiel nebenbei. Ich tue einfach mal währenddessen die Zuschauer unterhalten. Die Lungen, die atmen noch. Ne? Was wir da oben sehen. Das ist sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Ich bin zwar kein Arzt, aber ne? Jetzt sieht es super aus. Danke dir. Genau. Also hier lernt man eine ganze Menge. Ne? Also wirklich themen- und fachübergreifend. Ja, das sind Lungen. Ja. Sehr schick. Also ich bin gerade nicht auf Debian, das ist jetzt ein Ubuntu oder beziehungsweise ein Linux Mint. So. Auch auf Linux Mint, meine Güte. Genau, ja. Genau. Ist auch ein neuer Rechner mit, also ein Gaming-Notebook jetzt und ja, von daher ist alles diesmal komplett wieder anders und genau. Wir lieben es alle. Ja. Genau. So. Also sie hat hier noch so einen Brief, den sie eigentlich an Amy geben wollte, aber Amy ist halt nicht in der Bücherei aufgetaucht. Jetzt kann ich den benutzen. Das hat so einen Adventure-Charakter hier. Und ja, da steht ein bisschen was drauf, aber nicht unbedingt. Ja, sie also, hat ihr Hart aus... Nee. Du hast in dem Brief dein Herz ausgeschüttet. Ne? Und du möchtest es ihr unbedingt geben, der Amy. Hoffen wir, dass wir sie finden. Und hoffen wir, dass sie die noch lesen kann. Ne? Das hoffen wir auch. Und man nicht nur daneben liegen kann. Dann haben wir hier noch Spoiler. Eine Taschenlampe. Die brauchen wir auch. Und it is nice and shiny, Freunde. Ich glaube, du kannst mit F vielleicht... Genau, das hatte ich gerade eben schon mal... Genau, mit F kann ich die Taschenlampe anmachen. Dann kann ich natürlich mit WASD mich bewegen. Achso, können wir... Der Stil von dem Spiel ist wirklich cool, muss ich sagen. Ne? Dieses leicht verpixelte, das hat was. Das soll so, ne? Also das ist nicht Linux. nein, das soll so. Also das ist so ein bisschen wie vielleicht PlayStation 1 damals auf dem Röhrenmonitor. Auch dass das immer so ein bisschen wackelt wie... wie heißt das noch? Das ist... keine Ahnung. Weiß vielleicht jemand im Chat? Bobbing oder so, ne? Naja. So ein Horrorspiel, was es damals gab. So, damit kann ich natürlich hier drunter durch. Und? Ich weiß, dass du hier Döner, irgendwo oder bist. Was? Wo bist du? Ja, ich werde dich finden, mein kleines Sternchen. Das möchte ich aber nicht, dass du mich findest. Nein, Super 8 ist nicht ganz das Richtige. Ein Horrorspiel, da gibt es ja viele Teile von. Genau, und sie hat auch ein leichtes Atemproblem. Darum auch die Lungen da drin. Also man das sich schon mal für später schön gewöhnen, oder? Ja. Oho, da haben wir ein... Genau. Oh, deine Lungen und deine Gesundheit kann damit aufgehalten werden. Das ist so ein, wie heißt denn das? Bei Asthma so ein Inhalationsgerät, genau. Asthma-Spray, also was ähnliches. Ja, genau, ja. So, gucken. Also mit SCG kann ich mich hinhocken und aufstehen. Und ich glaube es, oder? Keine Ahnung, ob es egal ist, ob man jetzt die Taschenlampe anhat, ob man denn eher gesehen wird oder nicht. Ich glaube, die kannst du schon anlassen. Denn gerade eben hatte ich die Taschenlampe an und habe hier hinter so einem Tisch da gehockt und das war irgendwie kein Problem. Mal gucken. Ja, das ist hier die Journalismus. Der Kurs von Mrs. Boras. Boah, sehr geil. Deren Unterricht war immer schön. Nur die hat eine komische Hakennase. Inhalator, genau.
Ja. So, was haben wir hier? Oh, eine Schublade. Mal gucken. Und da drin haben wir eine Liste mit. Aha. Ah, endlich hier, ne? Dass man hier richtig schön zum Geburtstag gratulieren kann. Genau. Eine Geburtstagsliste. Ob das heutzutage. Ah, das brauchen wir bestimmt. Mit den Geburtsdaten. Nachher ist das irgendwie so ein Code für ein Schließfach oder sowas. Du, warte mal, ich fotografiere mir das mal ab. Mach mal, ne? Und dann im Zweifelsfall haben wir es schon mal. Quizmaster heute, ja. Hm. Ist abfotografiert. Hm. Oh, es gibt auch jedes Mal bei jedem Geburtstag auch Kuchen. Das ist doch Service. Also Horrorgestalten plus Kuchen gibt's. Ich glaube, es wäre auch der netteste Bösewicht, ne? Der sagt, hey, ess erstmal einen Kuchen, danach fresse ich dich auf. So wie bei Hänsel und Gretel, ne? Erstmal ordentlich was reinhauen, damit man hinterher wieder was rauskriegt. Ja, genau, so ist es, ne? Aha, also die Schließfach hier kann man wahrscheinlich mit der richtigen Kombination öffnen. Boah, so ein richtiges Rätselspiel. Vielleicht steht da oben was an den Namen von dem Locker. Oder ich gehe mal die ganzen Sachen durch. Warte mal, ich habe das hier irgendwo abgespeichert. Das sind ja 4 Kombinationen. Probier mal 0310. Genau. Na. Ja, das Ding rostet ein bisschen, ne? So. So. Genau, 1-0. Geht denn das überhaupt? So. So. Jetzt? Ja, vielleicht irgendwie so. Also, ich kann natürlich verschiedene andere Sachen noch probieren. Wem wäre es denn gewesen? Das wäre jetzt Bobby gewesen. Ne? Das wäre jetzt dann, der zweite. Ja. Ansonsten haben wir Kate auf dem ersten. Das wäre 0823. Ne? Ach, man muss das einfach klicken. Dennis Düster löscht sein Screenshot. Vielen, vielen Dank, Dennis. Vielen, vielen Dank. 0823? Oder was sagtest du? 0823, genau. Genau. Und muss man da noch irgendwas machen? Muss ich da weg? Nee. Nee, also vielleicht ist es auch noch was anderes, ne? Also vielleicht also finden wir noch mal. Ich glaube, wir sind theoretisch auf der richtigen Spur. Aber. Das modernste Gerät in der Schule. Es ist ein alter Projektor. Ja. Achso, wir brauchen natürlich eine neue Glühbirne. Ja, und wir können den mit dem richtigen Material auch reparieren. Aber, was haben wir da? Nee. Kannst du versuchen, den Brief mal reinzustecken, ne? Genau. Oder einfach mal mit dem Inhalator mal gucken, ob was passiert. Was haben wir da? Aha. Amber und Chrissy. Also Chrissy steht auf der Liste, Amber steht nicht auf der Liste. Chrissy is getting the lead in the play. Okay. Ja, aber die Frage ist, das ist ja jetzt eher ein bisschen mehr rätselhaft als gruselig, ne, jetzt das Spiel. Ja, ich denke mal, es ist so eine Kombination aus beidem. Mhm. Da schauen wir mal. Was haben wir da noch? Ah, okay. Kann man noch mal einfach rein damit. Ne? Einfach rein damit. Was haben wir hier? Nebenbei Rain 3, vielen, vielen Dank. Hast du mal eine E-Mail geschrieben oder hat jemand anders eine E-Mail geschrieben oder einen Kommentar geschrieben oder so? Es steht auf meiner To-Do-Liste. Das kriege ich noch diese Woche hin, aber vielen, vielen Dank, dass du uns da Bescheid sagst. Achso, mit dem Link. Ja, da ist mit dem letzten Domain-Umzug kaputt gegangen, irgendwie vor ein paar Wochen und dann noch nicht gefixt worden. Ist auch ein blödes Unterfangen, aber das kriegen wir hin. Aha, die. Die Drama-Klasse. Leider nein. Man kann auch nicht schneller laufen, also man kann wirklich bloß in dieser Geschwindigkeit. Das ist alles.
Ja gut, ich glaube, dann haben wir hier schon alles durchsucht, oder? Also ich habe es ja schon mal, kann ich ja verraten, schon mal angetestet, ob es überhaupt läuft auf dem Rechner hier mit dem ganzen Pipapo. Und irgendwo hatte ich einen Hinweis gefunden, dass dieser eine Schrank mit dem Geburtsdatum von irgendjemandem gesichert ist. Ja, Aber dann können wir ja ich, nochmal alle aber anderen ich, ich, Geburtsdaten durchgehen, ne? oder ob sie es jetzt so Sind ja trickreich nur vier gemacht Stück. haben, dass du erst diesen Hinweis finden musst, damit du nachher das wirklich so machen darfst. Oh, wir haben ein Poster gefunden. Aha. Okay, also es ist ein Bild Was von zwei Leuten, die Hände halten. Ah, okay, ich glaube, ich weiß so ungefähr, wo ich das hinpacken soll. Aber okay, dann probieren wir nochmal durch. Also wir hatten jetzt Bobby und Kate und wen haben wir noch nicht? So, ich muss mich hier mal muten. Bobby und Kate hatten wir dann. Raoul 0915. Vielleicht kannst du auch nach oben klicken. Ja, nee, geht nicht, ne? Blöd. Du musst einmal Muss ich durchklicken suchen? wahrscheinlich. Ich glaube, es reicht, wenn du einmal mit dem Mausklick immer drauf Wahrscheinlich, gehst, ja. ne? 0915. Nee. Oh, da muss man irgendwas noch drücken? Nee. Steht da oben ein Name drauf? Kriegen wir da irgendwie einen Namen raus? Nee, leider nicht. Right combination. Ja Okay. gut, jetzt haben wir ja bloß noch Null zwei. fünf eins sieben, ne? Was nochmal? 0517. Genau. Ah. Und Haha, Jackpot. wer wäre Melissa. Melissa? Melissa ist die Glückliche. Dramaklasse, meine Ah. Pflege. Schick, sehr schick. Warum hat die Melissa dazu einen Schlüssel? Das kann doch nicht richtig sein, oder? Oh, Die hier läuft Melissa was hat lang. einen Schlüssel. Ist ja gar nicht so. Okay, Ja, eine okay, das Schülerzeitung. kommt da rein. Die Sunnyside News, ne? Es sieht jetzt erstmal nicht so traurig aus, wenn ich ehrlich bin. Also in diesem Herbst gibt es Phantom der Oper als Premiere. Sehr schick. Und Mr. Crane hat das Ganze zu verantworten. Aha, Er kann es aha. nicht glauben, dass es überhaupt eine Schülerzeitung gibt und einen Dramaclub. Ja, sehr geil. Dann Aha. absolut, ne? Beides einfach mal einstecken. Das sollten wir auf jeden Fall. Und wenn ich nur einstecken, ich will auch ausschenken. Aus der Kanne in meinen Becher. Das sagt jeder Wirt. Ach herrlich, die Grafik ist echt gruselig. Was ist das für ein Horror? Das ist ein richtig schlimmer Horror. Die Links dazu stehen in der Videobeschreibung. Und es ist noch keiner darauf gekommen, wie dieses Spiel heißt. Und mir fällt es auch nicht ein. Doch, das Spiel heißt, ich kann es dir sagen, das Spiel heißt Fear the Spotlight. Ja. Nein, nein, ich meine die Spiel, woran es mich erinnert hat, das, was es damals auf der PlayStation 1 gab. Und ich komme immer noch nicht drauf. Muss doch irgendjemand von euch Das war gespielt ich haben, oder? leider vor meiner Zeit, Ja, ja. das ist vor deiner Aber Zeit, aber ansonsten, ich denke Neffet schreibt, ja, Untote weilen unter uns. Absolut, absolut. mal. Ja. Oh. Ich höre leichte Musik. Ah! Ah! Nein! Lauf! Irgendwie weg! Dieses Spotlight, Ja, ne? Hier weg, raus weg, aus dem weg, weg. Spotlight und so. Ja. Weg, weg. Ich hab doch die Musik gehört. Ja, und jetzt atmet sie auch. Ja. Ich höre schon wieder Musik. Ah! Lauf! Ich glaube, Lauf! gruselige Kommentare. Ah! Jemand gemacht als ich, oder? So, Alone in the und? Dark, jedenfalls. Ja! Gestern. Genau, Alone sind da! Genau, ja, das meinte ich. Sehr gut. Das hatte damals auch so eine Art, also von Art her so, ne? Wenn man das auf Röhre gespielt hat und das vielleicht nicht mehr der beste Fernseher war. Der läuft ja immer noch hinter mir, ja. Dann mag es damals vielleicht. Ja! So. Mag es damals vielleicht so ausgesehen haben. Ach so, okay, hattest du schon, okay, habe ich den nicht gesehen. Okay, danke. So. Und? Silent Hill wäre auch noch eine andere Option gewesen.
Schreibt Dark Prodigy auf linuxguides.de/. Ja, okay. Sehr gut. Ach. Nein. So, und überhaupt das Inventar. Oh, das ist jetzt ja schon schlecht. Muss ich jetzt so ein? So. Ja, jetzt geht's ihr wieder besser. So. Und ich fühle mich auch richtig gut, wenn der Gegner direkt auf der anderen Seite steht und ich mich vor ihm verstecke. So, und jetzt, wo ist er? Läuft jetzt links vorbei? So. Hast mich nicht gesehen. Aufstehen, um schneller zu laufen. Wir lesen den Chat schon. Doch, klar. Das, geh da rein. So. Ja. So. Musik ist weg. Ja, dann mal weiter, ne? Mal gucken, wenn ich jetzt rausgehe. Jetzt ist die Musik aus. Und ich sehe auch. Ich sehe auch so wenig. Das ist so hell im Gesicht. Hast du deine Taschenlampe an? Stimmt, das ist eine Idee. Das ist eine super Idee. Aber hier. Da. Ja, so. Ja, das hätten wir auch gesehen, ne? Okay, da gibt es nur langweiliges Zeugs. Nur langweilige Ankündigungen. Der Drama-Club. Was haben wir da? Noch ein Zettel. Ich finde, Drama-Clubs können wieder in die Zeit kommen, oder? Also, wenn man so manchmal so sieht. Hey, ja. Melissa, I stole the drama room key like you asked. Okay, ja, das ist ja die, wo wir das Fach geöffnet haben. Da hätten wir vielleicht als erstes gleich reingemusst, damit wir diese Nachricht überhaupt haben. Dann hätten wir jetzt nicht großartig rumsuchen müssen. Mhm. Genau, ja, den Schlüssel haben wir ja gefunden. Der war in ihrem Schließfach. Genau, und genau, Kombination ist der Geburtstag. Ja, jemand mochte wirklich Melissa. Ja, also hier haben wir wunderschöne... Das ist ein Porträt von Melissa, oder? Sorry. Vielleicht auch das. Also, oder das sind halt Motivationsposter. Für die Dramaklasse, ja. Ja, vielleicht für alles in der Schule. Ja, das war eine Schulaufführung. Und was haben wir hier? Ja, also an diesem Platz könnte man ein Poster aufhängen, das stimmt. Und. Ein tragischer Anfang. Ja. So, also wir haben doch schon hier dieses eine Poster mit den wo zwei Händchen halten, oder? War es nicht so? Ja, da sollte auch eins sein. Spite Lovers Meeting. Oh, vielleicht müssen wir da alle Poster reinschmeißen. Ne? Ich befürchte sowas. Ich glaube, dann können wir das Hangman wieder aufhängen. Vielleicht. Okay, das passt dahin. Das ist schon mal im richtigen Platz. Was haben wir hier? Da sollten wir... Ein Schicksal zwischen Leben und Tod. Zwischen Tod und Liebe. Ist das. Passt nicht wirklich, ne? Oder? Oh, das passt. Okay, das passt schon, na klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer kennt's nicht? Jeder Liebes. Okay, nein. Jetzt okay. Haben wir hier noch zwei Plätze frei. Geh doch mal weiter, vielleicht was. Was hältst du davon, wenn wir so gegen 25 das nächste Spiel anspielen? Habe ich kein Problem mit. Oder? Können wir gerne machen. 25, ja genau, das klingt ja gut. Ja, haben wir noch ganz entspannte 18 Minuten noch. 18 Minuten noch. Und dann fangen wir mit dem nächsten Spiel an.
Ach, dich. Hä? Was denn? Wird das jetzt mit. Ist das. Ah. So, habe ich das jetzt eingepackt? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht kann ich so. Ja, gut. Genau. Was haben wir da? Ja, hau's einfach mal rein. Das vielleicht funktioniert es, aber vielleicht passen die überall rein und wir müssen es dann nochmal richtig anordnen. Also ich hatte es vorher schon mal ausprobiert. Also normalerweise klebt sie es denn irgendwo hin und glaube ich, dann sagt sie, nee, das passt. Also das klebt da zwar, aber nicht, dass es da passt. Jetzt brauchen wir noch theoretisch eins hier. Hm. Einen tragischen Anfang brauchen wir jetzt noch. Gut, achso, Moment, was hatten wir hier? Das ist jetzt der Schlüssel für die Drama-Klasse. Mal gucken. Gucken. Ja, Taschenlampe einmal aus. Oh, nein. Warum ist die Taschenlampe? Das hier, ich wollte jetzt die Taschenlampe ausmachen, genau. Hat die nicht gerade ausgemacht? Hä? Ich sie aus. Ja, aber dass sie auch nicht laufen kann. Also gerade in so einer Situation, ne? Also mal so entspannt hier längs schlurfen, halte ich jetzt nicht für unbedingt einen schlauen Plan. Aber hey, die atmet ja jetzt schon schwer, ne? Ja. Von daher muss man schauen. Genau. Nimm bitte. Nimm diesen Schlüssel und geh dort rein. Danke. Zack. Hier noch ein schickes Poster, komm. Ah, na, was haben wir da? Ja, alte Skripte und Zeugs für die Theaterklasse. Hm. Ja, haufenweise Fotos und es sieht so aus, als ob sie Spaß haben. Ah, ist auch Amy mit dabei? So viele Bilder von ihr. Ah, warte eine Sekunde. Nein, das kann sie nicht sein. Ja, die Bilder sind schon 25 Jahre alt. Hm. Ja, das Licht, also das sieht schon so aus wie bei ihr. Hm, komisch. Ah, kommt noch was anderes? Nee. Okay, nochmal genau dasselbe. Kann auch jetzt kein Bild mal eben so mitnehmen. Und hier auch die wunderbaren Kleidungsstücke, die es dort gibt. Mit den Ecken da, ob die wohl kratzen oder pieken? Hm. Nein. Das hat man früher so gemacht, weißt du? Ja, früher hatten wir nichts anderes, da war alles ein bisschen eckiger. Genau, ja. Oh, ein großer Topf. Hm. So, mal gucken, was haben wir da Schönes? Aha, noch so ein Foto. Aha, da ist irgendwas sonderbar. Da ist was dahinter. Oh, jetzt hat es kaputt gemacht. Mhm. Oha, dahinter ist so eine Abdeckung und wir müssen ein paar Schrauben entfernen. Ja. Schraubenzieher brauchen wir. Das stimmt. Ein Dreher, sagt man. Dreher. Ist ja eigentlich auch. Eigentlich Schraubendreher. Also, wer von euch sagt das? Das würde mich mal interessieren. Gute Frage. Also, Dreher ist ja auch korrekter, ne? Also, du ziehst ja nicht wie bei einer Kneifzange. Also, Dreher ist ja schon richtig. Und dass es dadurch rauskommt, ja. Hm. Aha, also die Drama-Klasse ist wohl sehr gut gewesen. Die lieber haben Preise Brudi, gewonnen. Das hört so im Spiel. Ja, das ist alles schon ein bisschen sonderbar. Das ist alles so ein bisschen in der Vergangenheit und. Ja. Huch. Sie leuchtet auch mal. Das ist rechts. Ja? Wie habe ich das denn gemacht? Sie leuchtet auch mal in die Wand hinein. Hm, das ist schick, ja. Upp. Ging früher, ne? Früher ging so einiges. So. Oh, wir haben noch ein Poster gefunden. Mit einem Mädchen auf einer Bühne. Na, das ist. Das sieht nach einem tragischen Anfang aus. Ich war's nicht. Ich hab nichts angezündet. Ja. Oh nein, hilf mir. Ja, es ist schon das Ding. Also, ich denke mal hier. Oh, ja, mal gucken. Ja. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig dran vorbei.
Erstmal Taschenlampe aus, das ist eine gute Idee. Genau. So. Leucht die Leucht. Du musst versuchen, also ich glaube, der versucht dich zu finden. Ich glaube, du musst versuchen, aus dem Raum wirklich raus zu Das sneaken. befürchte ich auch und in sowas bin ich wahnsinnig schlecht. Jetzt kannst du Ist mal er dich denn? hinter so einem Regal Nein, nein, nehmen. nein, nein, da. So, nein, du hast mich nicht gesehen. Da ist nichts. Hier ist nichts. Wie war das noch mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens? Nusshörnchens. Nuss. Nuss. Ah! Nusshörnchens. Schokonuss. So, und jetzt geh, geh. Na, hallo? Die blieb einfach da stecken. So. Na, ist er jetzt weg? Ja, jetzt kannst du einfach Er ist ganz normal weg? weitergehen zu deinem Dings. Der Warum? ist ja in dem Raum noch, ne? Kannst du Ach mich so, fragen. und darum ist ja auch das Licht aus. Kann ich das Licht wieder Genau. anmachen? Ja, perfekt. Ich würde sagen, dann So. lass uns das letzte Poster aufhängen. Wo war denn das noch? Irgendwo am Anfang, oder? Ist denn das hier? Ach da. Ah, ich glaube, ich hab's gleich. Lauf, lauf, lauf. Schraubenzieher gibt es auch nicht. Immer die Besserwisser, ne? Nein, Ja, Spaß. natürlich, natürlich. Muss ja alles seine Ordnung haben. Genau, hier sollte wirklich ein Poster hängen und zum Glück haben wir. Ist das ja ein Was jetzt so Poster? richtig tragisch heute, ne? Oh, es passt. So. Ja. Ja, schau mal, den müssen wir doch nochmal in die korrekte Position bringen. Oh nee, also tragischer Anfang sieht da nicht so aus, ne? Was könnte denn da tragisch? Jetzt kannst du den ganzen Poster wieder einsammeln. Scheiße. Ich dachte, sie sagt das. So. Schade, schade, Ich schade. nehme jetzt erstmal alle runter. Jetzt wird neu dekoriert. Willkommen bei House Jetzt Flippers. wird neu dekoriert, Freunde. Jetzt wird umdekoriert. Oder wie heißt das? House Flippers? Ja, Und ne? So, jetzt, weißt du was? Jetzt liest du nochmal alle Sachen durch und ich schreibe mir mal alles auf. Also, das So. erste ist einmal hier, das ist im Schild, Ich genau. mache einmal hier. Gut. Oder genau, wir machen erstmal die Plakate. Also, na, komm her. Also, wir haben eine Frau auf einer Bühne. Frau auf Bühne, check. Dann haben wir hier ein Poster mit einem. Ja, mit einem Skull Schädel and the und. Boys Face. Ja. Genau. Ja, oder? Das ist ja auch so. Zwei Menschen mit Hand halten. Genau. Und Hangman, ne? So, Genau. sozusagen. Okay, also, das sind jetzt die vier Stück. Und jetzt gehen wir mal die Beschriftungen durch. Genau, dann haben wir hier. Ja, ein. Fate split between death and love. Das könnte ja theoretisch dieser Schädel sein, ne? Und The Boy's Face. Ja, können wir mal probieren. Obwohl mit Love würde ich hier eher sagen, die beiden. Aber, oder. Vielleicht lesen wir noch mal alle anderen durch und dann können wir es vielleicht besser zuordnen, Ja, ne? genau. Ja, machen wir Vielleicht so. machen wir es mal so. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah. Oh, die sind so, Ach so. die sind alles so gemein, ne? Ja. Ganz immer den Hauke ohne Schminke zu sehen. Ja, Oh ne, so nee. sehe ich wirklich aus. Vielleicht müssen wir nochmal ein Schminktipp-Tutorial machen oder so. Machen wir auch Beauty Hätte ich Palace. Bock, hätte ich Bock. Ja, genau, hier, ne? Linux Beauty Palace hier, ne? So, a Bei spite love GNU us VC meeting. heute Schminktutorials. Ihr seht schon wieder so aus, als ob er gerade aufgestanden wäre. Genau, Spite Lovers Meeting. Was ist denn dieses Spite? Also dieses Also ich würde sagen, das heißt ausspioniert, Spionierte, ne? ne? Ja, Also da hat spioniert. jemand irgendwie zugeguckt, wie sich zwei Liebende getroffen haben. Also Zwei Menschen mit Hand halten. das würde ich Ich sagen, ne? sehe es. Das würde ich sagen, Ja. oder? So, schon mal, ich Ja, buche das mal ein. absolut. So, ja, das So, passt. und geh mal auf das ganz letzte. Ja, das sagt sie leider immer, ne? Ja. Okay, ja gut. Ja, leider Standardgröße. So. Dazzling Performance. Was heißt Dazzling? Keine Ahnung, schlimm oder gut. Da würde mir die Frau auf der Bühne einfallen. Ja, Oder der würde Hangman. ich auch nehmen.
Ganz schlimme Performance. Ist das wirklich schlimm? Dazzling, ich habe keine Ahnung, ich schau mal nach. Ja, also. Dazzling. Schillernd, grell. Eine tolle siehst du, schillernd, das ist doch gut. Hieß nicht gerade die neue. Diese neue Ubuntu-Version war da nicht irgendwas. Nee, mit D war es gar nicht, ne? Wie heißt das noch? Oh, ich habe keine Ahnung. Du da fragst mich zu viel, bin ich ehrlich. Yaro irgendwas. Nee, nichts mit Yaro. Känguru irgendwas, oder? Was war es? Nee, das ist so eine Art Hirsch drauf. Darum dachte ich ja, das ist Dancing Deer. Nein, das ist es nicht. Genau. Absolut. So. Ja, Neffet schreibt, ne? Dich hat diejenige Person sehr schön hergerichtet. Ja, genau. Ja, aber ich soll nicht sagen, wer es war, weil fand sie nicht so gelungen. Ja. Ja. Also ich sagen würde, dass die Person auch manchmal Kunstsachen gibt, dann. Ja. Aber keine Schminktipps. Einfach mal abgeschminkt, ne? Ja, und dann, einfach mal. Genau, sieht so aus, ne? Der tragische Anfang, ne? Also entweder ist es der Hangman oder, warte mal, was haben wir jetzt aufgehängt? Was haben wir jetzt noch übrig? Also wir haben jetzt hier noch den Schädel. Ja, genau. Schädel und das Mädchen auf der Bühne. Ach, dieses Dings hier, das soll das Gesicht eines Jungen sein, dieser schwarze Bereich. Genau, und den aufgehängten, also. Also entweder ist das der tragische Anfang, der Hangman, aber ich hätte gesagt, das ist eigentlich das Ende, weil so enden ja meistens die Stücke, ne? Und da es jetzt ein Junge ist, ist es vielleicht eher so der Anfang? Aber tragisches Beginning? Was hat das mit dem... Da sehe ich mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist das letzte Schild nochmal. Ja, also können wir ja einfach. Warte mal, wir haben ja alle Schilder. Wir haben Fate Between Death and Love, Spite Lovers Meeting, Dazzling Performance und was war das erste? Wie hieß das? Schlimmer Anfang, ne? Irgendwas sowas. Und das müssen wir jetzt einsortieren. Also Fates Between Death and Love. Also Death and Love, da würde ich den Totenkopf reinhauen. Okay, ja. Oder? Wegen Tod. Ja, und da ist der Boy drauf, ne? Also es macht doch schon irgendwie Sinn. Also so. Sinn wie Sinn, ne? Aber, ja, es geht, ne? Genau. Und zu dem tragischen Anfang, ne? Kudo, genau. Dann nehmen wir nochmal ihn hier. So, ein tragischer Anfang. Das wäre der letzte, der passt, wenn wir jetzt hier auf der anderen Seite den Schädel haben wollen. Ja, tragischer Anfang würde schon passen, weil tragischer Anfang sehe ich nichts anderes. Machen wir einfach mal so. Ja, jetzt falsch sein kannst du ja nicht. So. Oh. Ja, schau mal. Richtig gut. Wie das jetzt technisch funktioniert. Also überleg mal, was da für eine technische Voraussetzung hinter sein muss, damit das jetzt aufgeht. Gesponsert bei Microsoft Kinect oder so. Ne? Ja. Geht das auch mit Arduino? Und wenn ja, welche Komponenten brauchen wir noch dazu? Ja, hat sich jemand schön mit Python und OpenCV hingesetzt, ne? Ja, ja. Okay, also da wird Amy wohl hingegangen sein. Ich hoffe, es geht ihr gut. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, ihr geht's auch gut, ne? Also von daher, schauen wir mal. Warum sollte sie da nicht hingegangen sein? Sie hat alle Poster richtig aufgehangen und dann hat sie die wieder zurückgetan und ist dann da verschwunden. Oh, End of Demo. Ja, ist perfekt. Dann sind wir da super mit unserer, was wollte ich sagen? Mit unserer Zeit sogar, ne? 3 Minuten vor der Zeit, ne? 3 Minuten vor der Zeit, ne? Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, noch einmal kurz aufschwinken und dann zum nächsten Spiel. Ja, genau. Ja, also das wurde nur von 2 Leuten entwickelt, das Spiel. Genau, also die hoffen, dass es uns gefallen hat. Ja, war eigentlich ganz nett so. Ist jetzt nicht so das, was ich normalerweise spielen würde, aber ja. Genau. Ja, ne, Halloween geht das schon mal. Ich fand es unterhaltsam, oder? Link ist in der Videobeschreibung. Genau, guckt da einfach mal mit vorbei. Vielleicht kann man auch irgendwie die Vollversion kaufen. Wenn ihr das gut findet, unterstützt ihr auf jeden Fall. Absolut, absolut. Gut, ach so. Ne? Jetzt aber mal 2022. Ne? Mhm. Aha, also auf Steam oder so, ne? Da könnt ihr dann mal vorbeigucken. Sehr schick, ich freue mich drauf.
wenn ich jetzt einen Desktop-Screenshot mit den beiden Gestalten ins Forum stelle, ist das dann auch DSGVO-konform? Die Frage ist ja, welche Gestalten meinst du? Also wenn du uns meinst, ja, also ich habe da jetzt nichts dagegen, außer man verschandelt das jetzt nicht oder so, ne? Also, aber ansonsten, außerdem die Frage ist jetzt, welche Forum, ne? Also jetzt hier ein LinuxGuides.de-Forum würde für mich noch gehen. Na, wenn du die anderen Gestalten da drin meinst, da gab keine zwei Gestalten in dem Spiel, ne? Gab nur eine. Aber ich würde sagen, wollen wir zum nächsten Spiel? Genau, dann würde ich schon sagen, ne? Dann nehmen wir das nächste. Jetzt gibt's was Entspannteres oder was weniger Gruseliges. Jetzt zum Runterkommen und danach das Finale. Das ist richtig gruselig. Ja. Also Leute, wartet aufs Highlight, aufs Finale. Das wird richtig gruselig. So, mal gucken mit der Höhe. Ich glaube, das ist viel zu laut, glaube ich. Ja, mal gucken. Das können wir. Na? Mach's noch einmal runter. Ja, so, ja. Ich höre Grillen. Ich auch. Ich auch. Sehr stark. Und würde ich sagen, lass uns starten, oder? Genau. So, es ist nicht Pepper, sondern eine uns noch unbekannte Hexe und irgendwas scheint da mit ihrem, oder ist das ihr Schornstein? Irgendwas hängt da wohl fest. So, mal gucken. Stehen wir irgendwie blöd. Und? Ah! Hoppala. Ja, sie hat ihren Kopf angeschlagen. Also, ja. Drei Globuli, dann sind wir wieder heile. Ja. Stärkungstrank oder Heiltrank plus 2. Ja, wir haben hier einen wunderbaren. Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich ist es. Und sie hasst Leitern. Ich hasse auch Leitern, deswegen falle ich ja mal gerne runter. Ja. Also, kennt man, oder? Ja, also ich finde es ja auch eine reife Leistung, ne? Also erstmal so vom Dach runtergekugelt und dann da aufgeschlagen und sie steht immer noch. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das nicht. Da. Ja, und Frisur sitzt perfekt. Ja, nicht schlecht. Ja, so wie der Tux da, der hat ja auch eine praktische Frisur, beziehungsweise den Hut auf. Da kann man auch nicht viel falsch machen mit der Frisur. Ihr sieht so knuffig aus und ja. Schaukelstuhl hat vorhin geschrieben, naja, vielleicht, man weiß ja nicht, im dritten Spiel könnte er einfach auf dich zukommen und dich dann abstechen mit dem Messer. Ist es nicht, man weiß es nicht. Nee, da haben wir ein anderes Problem. Oder er würde dich mit dem Kilox-Schild erschlagen. Ja, das so doll kratzen, jetzt geht die Farbe ab. Ein wunderbarer Flugbesen, aber ob, nee, der hat sie vielleicht nicht unbedingt hierher gebracht. Mal gucken, was haben wir da noch? Weinranken, sehr hübsch. Sieht wunderschön aus, wunderschön. Ja. Also das Einzige, was du jetzt eigentlich machen kannst, ist auf den Besen steigen und wegfliegen, oder? Genau, und damit ist das Spiel zu Ende. Bevor es weitergeht, keine Ahnung, ob man das kurz gesehen habe, das Spiel wurde mit der Godot Engine entwickelt. Das ist eine freie Spiele-Engine, also für 2D- und 3D-Spiele. Und ich wusste gar nicht, dass man damit auch so Adventures machen kann. Also bis jetzt habe ich alles Mögliche damit gesehen, aber dass sowas auch geht. Oh. Man kann damit alles machen. Und ich habe gehört, wir werden sowas ausprobieren am nächsten Dienstag? Am 15. oder am 22. November. Entweder eins von beiden. Ah, okay. 15. oder 22. November. Da steht noch nicht fest, wie ich daraus entnehme, oder? Es sind, der Kalender ist noch ein bisschen kaputt. Es sind zwei Dinger in dem 15. drin und keiner am 22. Aber ja, an einem von den beiden Terminen werden wir ein eigenes Spiel in Godot erstellen. Ne? Ich freue mich drauf. Ja. Auf eurem Gaming-Kanal hier Linux Guides. Absolut. Ja. Genau. Da haben wir jetzt noch so einen Schädel. Mal gucken, was haben wir da? Oh, ein Schädel. Der ist der, das ist der Makaber, oder? Nein, gar nicht. Ja, wenn man gerade keinen Blumentopf zur Hand hat, dann nimmt man auch sowas. Das stimmt. So, mal gucken. Schlüssel und, ja, achso, oben, Lasche ziehen.
Schlüssel nehmen. Hui, da passt. Wenn der jetzt nicht gepasst hätte, wäre das Demo schon zu Ende. The end. Oh. Ist das eine Leiche? Irgendwie sollte ich hier raus. Ja. Vielleicht riecht es auch schon ein bisschen streng. Vielleicht ist da drunter auch Schlüssel. Eine Pflanze. Ich weiß aber nicht, was für eine Art Pflanze das ist. Ja gut, das ist jetzt kein Botanikspiel, von daher ist es in Ordnung. Ja, das Gemälde einer Rose, das stimmt schon. Und, oh, ein Aschenbecher. Jemand, der im Bett raucht. Das kann passieren, wenn ihr im Bett raucht. Ja. Absolut. Deswegen, Rauchen ist tödlich und nie machen, ne? Nie anfangen. Ja. Oh, eine Weinranke. Kann man auch drin verwenden. Okay, also hier scheint ein bisschen mehr schief gelaufen zu sein. Oh. Diese Katze, ne? Diese Katze. Und lieber Linux Rambo, diese Story, ich fühle sie nicht, aber ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Sehr gut. Sehr schön. Und bist du noch irgendwo hingeflogen? Ich glaube, die Katze schnurrt, oder? Ich denke auch. Das klingt so wie das Anlassen von so einem Sportwagen, oder? So. Apropos, ich habe mir sagen lassen, die Katzen fressen auch ihre Härchen, wenn die tot sind, ne? Tatsächlich. Ach so. Soll kein Witz sein. Okay, okay. Also wenn die Dosen nicht mehr aufgehen oder wenn die Dosen aus sind, dann geht's ans Härchen, wenn das Härchen nicht mehr lebt. Ne? Ja. Wäre auch schade, das verkommen zu lassen. Ne? Ist ja, ja auch stimmt. Nicht immer frisch. Ne? Von daher, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ne? Das stimmt. Ja, vielleicht ist es auch besser als Whiskers. Absolut. Da ist ja sowieso alles nur noch Gemüse und keine Ahnung. Ja, hat man dann richtig Fleisch, ne? Absolut. So, weiter geht's. Ja, gut. Also genug die Katze angeknurrt. Mal gucken, was haben wir da? Oh. Ob das die Entwickler sind? Ist das der tragische Anfang? Oh, ein nicht fertiggestelltes Porträt. Okay. Ja. Haben wir da? Oh, ein Porträt. Da steht was auf dem Rahmen. Aber es ist zu dunkel, um es zu lesen. Ja, es ist immer noch zu dunkel. Also, was ich jetzt so machen würde, ich würde das Ding dann runternehmen und ins Licht halten. Aber das ist ja ein Adventure. Dort ist das nicht so einfach. Mal gucken. Haben wir da ein... Ja, ein... Oh. Ah, der sieht nicht sehr bequem aus. Das ist aber vielleicht auch egal. Können wir den trotzdem nehmen und... Na gut, draufstellen geht auch nicht, um es runterzunehmen. Noch ein Porträt. Was ist denn da links an der Wand? Da sind doch so zwei Tafeln oder so, oder? Da haben wir so eine Plakette irgendwie. Ist auch zu dunkel. Und das ist natürlich auch zu dunkel. Das da? Auch zu dunkel? Ich glaube, es ist zu dunkel in dem Raum. Es könnte zu dunkel sein, ne? Also... Na ja, gut. Tor 2. Ah. Was liegt denn da im Bett? Ist das eine Schlange? Oh, Make-up. Da haben wir eine Schlange. Ja, vielleicht ist sie sogar giftig. Man weiß es nicht. Ja. Wenn man die Leichen davor sieht, ich will es austesten. Es ist zu dunkel. Also kann nichts lesen, wo es zu dunkel ist. Und das hier? Aha. Ein kuscheliges Gruseltier. Ja, und hier gibt es eventuell Schminktipps. Oh, hallo. Ja. Ja, so sehe ich auch mal aus, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Ja, und wenn du ganz furchtbar aussiehst. Das da oben? Ja, da oben ist schon irgendwas und es leuchtet.
Hocker Hocker. Ah, oder? Super kombiniert. Also das könnte ich mir schon fast vorstellen. Mal gucken. Oh. Das ist stark. Ja. Ich weiß was? Nicht, was nein! Nicht wieder einsacken, sondern ja. Ja. Mal gucken, ob er hält. Tada. Ich denke auch, sonst freut sich die Schlange und die Katze. Okay. Jetzt haben ist wir. Ist es ein Ring zum Leuchten? Nein, eine Katzenglocke. So ein Klingeling. Ja, aber das heißt Lit. Lit heißt doch Leuchten, oder? Beleuchtet, erleuchtet. Vielleicht kann man damit dann die Sachen an den Rahmen lesen. Okay, Ich weiß es nicht. Probieren wir aus. Also ich hätte jetzt gedacht, weil es Bell heißt, ist es eine Glocke, aber... Aber es stand ja mit Lit drauf, ja. Ne? Vielleicht kannst du... Nee. Mal gucken, was die Katze dazu sagt. Wir können es der Katze mal umtun, dann wird die vielleicht, ne? Klingeling! Damit haben wir schon mal das Problem gelöst. Ja. Ja, vielleicht können wir einfach mal gucken, wo das Stromproblem ist. Oh. Es gibt nicht nur ein Schlangenproblem, es gibt auch ein Spinnenproblem. Das hier? Oh, ein Feuerzeug. Oh, einfach mal mitnehmen und da. Okay, Zigaretten, ja. Erst eine rauchen. Ah, ja. Schade. Schon wieder ein Aschenbecher. Also, na, sehr gut. Kann ich es jetzt anmachen? Nee, einfach so nicht. Was? Das ist leer, das Feuerzeug. Du kannst, also ein leeres Feuerzeug, ich kenne das ja von Bekannten, die rauchen, ne? Die haben da auch immer ganz schlimme... Nee, ich glaube, so zündest du es eher an, meine ich, ne? Ich glaube, wir müssen schon irgendwie den Strom fixen. Ich glaube, das macht schon mehr Sinn. Na gut. Ja, dann, na? Schnurrt die auch? Oh, eine Tante. Die schnurrt auch. Oh, eine süße Spinne. Die ist aber echt süß. Also ich finde, die ist noch so süß. So kleiner Kerl. Ah, das Pendel steht. Ich würde es ja auch wieder anstoßen, aber ich darf nichts damit machen. Ja. Erstmal nochmal eine TK-Pizza reinschieben, oder? Erstmal zum Netto und dann... Erstmal zu Netto, genau. Nee, dann geh doch zu Netto. Oder erstmal zu Penny, ne? Dann geh doch zu Netto! Was? Wenn es nichts ordentliches sein muss, dann geh doch zu Netto. Was machen wir? Wie geht? Da muss irgendwas verrottet sein. Okay. Nicht auftreten auf die Spinne. Oh, ja, es kann sein. Ja, es gibt super viele Leute mit Angst vor auch den Kleinsten oder vor den... Also es gibt ja echt manche Spinnen, die sehen wirklich gefährlich oder gruselig aus. Aber manche haben auch so Angst vor diesen ganz leichten Spinnen, würde ich mal sagen. Ja? Die so, ich kenne sie alle. Aber ja, also ich finde, es geht eigentlich immer. Bis auf so richtig große, fette, kleine, schwarze Spinnen. Die sind so ganz komisch. Also so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind eklig. Aber der Rest geht doch, finde ich. Aber jeder sieht es immer anders, ne? Ja. Also von der Tarantel hätte ich auch Schiss, weil die giftig sind. Aber unsere Hausspinnen sind harmlos. Genau, ne? Aber manche sehen schon wirklich komisch aus. Ja, das stimmt schon. Oder wie ist das? Ist eine Tarantel, oder was war das, was so ungefähr so einem Bienenstich entspricht? Oder war es ein Skorpion? Wo man immer denkt, da gehst du sofort drauf, aber eigentlich so schlimm ist es nicht. War das Tarantel oder Skorpion? Tarantel? Ah, die Tarantel sieht schon schlimm aus. Boah, die sieht schon... Ja, aber ich meine so vom... Ich schaue gerade mal auf Wikipedia nebenbei. Was denn? Achso, ah, da kommt sie nicht ran. Aus der Familie der Vogelspinnen. Mhm. Ja. Schick. Boah, wenn die schwanger sind, nee, dann sehen die auch nicht süß aus, ne? Also, ja. Wenn man sie atmen hört, wird es kritisch. Ich klicke irgendwo hin und lese es nicht mehr. Oh, dort gibt es Silberzeugs drin. Aber es ist ein bisschen angerostet. Was haben wir denn hier? Eine
Okay. Da steht irgendwas am Kühlschrank. Der Kühlschrank, ja, das ist ein guter Hinweis. Also, ja. Ah, und natürlich ist es zu dunkel. Vielleicht können wir mal in den Keller gehen. Vielleicht finden wir irgendwo einen Keller, weil da ist ja meistens der Strom. Ah! Oh, moin! Tachchen, ne? Tut das nicht weh? Hallo? Hey! Hallo? Da braucht jemand Nikotin, ja? Ja, so ist das. Oben. Nikotine, okay. Ja. Oh, ein gruseliger Rabe. Oh. Wer würde ich sowas an die Wand hängen? Ja. Also ich finde, neben dem Typen sieht das sehr schmucklig aus. Oder sehr ne? Irgendwie. Ja, also das passt schon so stilisch total zusammen. So sieht es auch in meinem Esszimmer aus, ne? Ungefähr so. Aber nur in dem im Ostflügel. Genau, ja klar. Nein, da soll man nicht hin. Mal gucken, was haben wir hier? Ja. Ja, vielleicht war das auch eine Party, die so ein bisschen ausgeufert ist, aber ja. Nein, gar nicht. Okay, gut. Noch eine Leiche. Und warum ist sie eigentlich auf dem Schornstein aufgewacht? Ja. Ja. Fragen über Fragen. Ein Hochzeitsfoto. Und was ist das dahinter? Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Okay, aber gut. Ja, okay, sie kann sich niemand ihre Telefon. Dann ist es ihre eigene Telefonnummer, die sie da reingespeichert hat. Jack Olenta? Halloween-Kerze oder Halloween-Kürbis, ne? Hier so. Mhm. Da oben, Schornsteinfeger. Oder da oben kommt auch immer der Weihnachtsmann raus. Ne? Genau, aus dieser Klappe kommt der raus. Oh, ja? Wein. Wurde vom Besen vertrieben, weil sie drunk war, schreibt Wolle. Ja, das kann sehr gut sein. Klopapier. Ja. Da drin ist ja gerade richtig Massenbesäufnis in der Badewanne, oder? Kann passieren. So, und? Ja. Ah, die Tür ist zu, zugeklebt. Dass sie nicht rausmüffelt. Oh, ich kann das nicht abziehen. Ist vielleicht auch besser so. Hilfe, meine langen Fingernägel würden brechen. Und Bierdosen. Und? Klebeband. Ja, damit. Ja, nimm mit. Kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Dass man das nicht aufheben kann, das ist ein riesiger Bug. Das ist furchtbar. So, was haben wir hier? Nein. Tante Hilde. Oh. Ja, mal ein Flaschenschiff in etwas größer, ja? Kann man bauen und... Die Frage ist, wer ist jetzt die Tante? Rechts oder links? Ja? Ja, vielleicht atmet die auch laut genug. Das ist auch kritisch. Ja, es mag sein, ja. Ah, ein netter Schreibtisch, ja. Oh. Tolle Aussicht. Salat? Da ist eine Lampe. Ich glaube, die kann man anmachen. Die sieht so aus, als ob man sie anmachen. Ah, es passiert nichts. Okay, also Strom. Ja, wir müssen irgendwie mal in den Keller schauen. Wobei, ist bei irgendjemandem der Stromkasten im Keller? Habe ich bis jetzt noch in keinem Haus gesehen. Ist eigentlich immer im Erdgeschoss. Oder? Ja. Jedenfalls Keller. Häufig. Ja. Hä? Achso, jetzt habe ich einmal den Rundgang gemacht. Ja, das ist toll, ne? Aber. Schau doch mal unter die Blumentöpfe jeweils vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht, ne? Okay. Achso, oder das Telefon, kann das noch was? Achso, ach, dazu hast du es gesagt. Achso, das war die Phone Number. Ja. Ah, okay. Ach, da, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier so eine Flasche ist. Ich dachte, das sagte sie zu diesem, Weinkelch oder was auch immer das ist.
Ja, gut, okay. Nee, dann weiter, ne? Wir müssen vielleicht irgendeine Nummer finden, dann finden wir mehr raus. Wir haben jetzt keine Nummer gesehen bis jetzt, ne? Also der hier, der will irgendwie Zigaretten haben. Die eine Frau da, die wollte, also nicht die, sondern die in dem anderen Zimmer, die wollte was zu trinken haben. Man kennt es ja. Was habe ich? Ach so, gut. Ah, Tür. Ah, perfekt. Ist ganz schön kalt hier. Die Nase kribbelt. Kannst dich auch mal kurz muten, wenn du willst oder so. Es So, ist. mal so. Oh, Ah! moin! Moin! Na! Und? Okay, also vielleicht kann sie es irgendwie vertreiben da unten. Vielleicht zum Beispiel mit diesem Becher. Oder diesem leeren Feuerzeug. Ich weiß nicht, warum ihn das nicht verscheucht. Vielleicht klicken mal in den hinter dir, da ist doch so ein Ding mit irgendwie komischen Werkzeugen, oder? Da Das kannst du da? doch den zusammenschlagen. Ja, schau mal. Ja, mal Also gucken. Golf spielen, super. Es gibt kein Neunereisen. Das ist. Das ist natürlich Also ein wir müssen Problem. irgendwas, da müssen wir die Spinne mitnehmen oder so, ne? Gucken. Nur In Moment. Nervenwürm ist es oft im Erdgeschoss, sogar in den Stockwerken. Genau, in den Stockwerken kenne ich das auch. Im Keller. Okay, bei manchen ist es auch im Keller. Aber das ist geklärt. Dann haben wir das geklärt. So. Jetzt ist auch die ganze Schminke wieder ab, ne? Nein, was? Ja, ich glaube schon so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ja. So Aber ein macht bisschen. nichts. Ich sehe es ja nicht mal in groß. Moment, da muss ich ja wirklich mal gucken, wie ich in groß aussehe. Na, du siehst super aus. Du siehst super aus. Du siehst super aus. Okay. Besser denn je. Ja, Ja. so viel dazu. Jetzt brauchen wir irgendwas, was eine angefressene Leiche zum Gruseln bringt. Was ist denn da oben im Regal? Das da, genau. Da ist irgendwas in der. Vielleicht brauchen wir den Hocker wieder, oder? Vielleicht kann man den Hocker wieder mitnehmen. Der Hocker Den ist Hocker auf haben wir doch magische oben Art und Weise hingestellt. verschwunden. Ja, den haben wir doch oben hingestellt. Nee, ich glaube, der ist einfach verschwunden, oder? Ich kann nochmal Der gucken. ist, glaube ich, da oben noch. Ja, okay, Ne? gucken. Aber Ja, ich weiß gucken wir nicht, ob man nochmal. den noch mitnehmen kann. Ne? Aber wir haben jetzt null Hinweise oder nichts gefunden, was uns da unten weiterbringt. Ach, der Ne? ist doch da. Das ist komisch. Kann man das machen? Ja, sure. Plupp. Ah, okay. Ja, Genau, wir haben ihn können wir ja nämlich. mal gucken. Was? So. Schaust vielleicht noch mal ins Schlafzimmer hoch, ob wir da einen Code finden. Das sind doch häufiger in so Nachtkästchen oder so, Ich vielleicht. Könnte probiere sein. einmal Oder in August, mach mal erstmal da. Ja. der Küche. Dann kriegt sie was zu trinken, ne? Da hier. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl. Ja. Bitte nicht brechen. Du hast noch nicht zugenommen. Beef Jerky. Das sah nach was zu Was? trinken aus. Jetzt ist es Beef Jerky. Man kennt's. Halt ein Einmalhocker. Ja, genau. Ja, klar. Nee, nee, nee. Der hält Ja. sogar ein paar Mal. Gesponsert von Ikea. Ja. Ja, nee, dann wäre er schon zusammengebrochen. Moment. Ach, herrlich. So, ansonsten, die Küchenschränke bieten wahrscheinlich nichts, oder? Oder vielleicht kann man die Cup unter das Wasser halten. Geht das? Dass du die Cup auf das Wasser ziehst? Ist Mal egal. Für die gucken, Frau reicht gucken. das. Die sah auch nicht mal so jung aus. Okay, schade. Wäre ja Schließen wir cool da? gewesen, ne? Nee, die machen nix. Vielleicht oben auf dem Kühlschrank? Na, Nee, auch nicht. Ja, okay. dann gehen wir weiter, glaube ich, Mal oder? gucken, vielleicht funktioniert derselbe Trick hier ja nochmal. Nee. Mm-mm. So, jetzt haben wir irgendwie Fleisch und wer braucht was zu essen? Für mich sah das wie ein Reinigungsmittel aus. Ah, erinnert jemand an Psychoanalyse? Ja, klar. Ne? Ja, kommt aus der Industrie, der weiß das. Absolut. Die sind aber sehr gefährlich. Ja. Naja, hast auch mal in der Industrie gearbeitet, Hauke. Ich habe da jetzt gerade nicht zugehört. Was, Moment? Warte. Du kennst auch Psycho Andreas, oder? So ein bisschen. Der mit Harald Storb. Jetzt rede ich. Oder vielleicht kennst du ihn auch nicht. Ach,
Das war, also ich kenne es bloß halt so als Einspieler bei beim anderen Stream, keine Ahnung, wo es herkommt. Ah, ja. Okay. Ja, nee, schade. Ja, nee, also ist egal, egal. Ja, genau. Aber Reinigungsmittel sind sehr gefährlich, das stimmt. So, ja. Vielleicht, wir müssen ihn mit irgendwas verschrecken. Also der hier will Nikotin, die etwas verschrumpelte Frau hier, nee, nicht die, haben sie noch? Der eine will was zu trinken. So viele verschrumpelte Frauen, ne? Aber wer will jetzt Wertung? Also sie sagt ja hier. Drink! Bathtub. Vielleicht müssen wir dieses Trinken das Bad aufbekommen irgendwie. Hast du schon mal in den Schreibtisch da geschaut, ob da vielleicht was ist? Ach so, ja, Moment. Ach so, okay. Man kennt's, ja. Also, ne, das Erste, was man macht, bevor man das Haus verlässt, ne, erstmal hier die Griffe abschrauben. Wer weiß, wer vorbeikommt. Eine Spinne mutieren. Achso, ah! Nee, die sieht nicht hungrig aus. Mal gucken. Hier? Nee, okay, sie ist einfach. Sie ist anscheinend wirklich nicht hungrig. Will jemand essen? Nee, ne? Das ist cool, wie man da diese. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die Schiffe da reinbekommen hat. Und das da? Ja, genau, die ist einfach alles gut. So, ja, und. Achso, sind wir da wieder durch. Was hattest du jetzt noch gesagt? Vielleicht oben ins Schlafzimmer schauen und irgendwie nach dem Code schauen oder so. Vielleicht hilft uns das weiter. Oder vielleicht irgend so ein komisches Porträt nehmen und dann damit die Leute verschrecken. Vielleicht die Schlange. Kann man die Schlange mitnehmen? Man weiß ja nicht, ne? Oder kann man die Schlange füttern? Nein. Möchtest du einen Becher? Alles immer empty und leer. Das ist blöd. Vielleicht mal in den Schreibtisch schauen? Oder? Ja. Kann ich auch mal gucken, ob das geht. Klattert. Was heißt denn das? Irgendwie verklemmt? Ja, irgendwie sowas, ja. Oder voll gekramt. Überladen, überhäuft. Volle Unordnung. Ja, wie man sieht, ne? Total unordentlich, ne? Also hier diese Unordnung mit insgesamt 3 Lippenstiften und einem Spiegel. Absolut. Und da schreibt jemand auf Twitch, da ist ein Zombie im Stream. Nur einer? Okay, nee. Ein wunderschönes Hallo. Ein wunderschönes Hallo. Das ist ein Poster. Ich vermute mal, dass der Code für den Tresor eine Telefonnummer ist, die man irgendwo finden muss. Die Frage ist, wo findest du jetzt eine blöde Telefonnummer, ne? Also, was haben wir hier noch? Carsten arbeitet auch in der Industrie. In der Autoindustrie. Sehr stark. Ja, es ist einfach zu dunkel. Muss die Lichter hier anmachen. Auch wenn ich hier keine Lampe sehe, aber man muss irgendwie die Lichter im Keller anmachen. Ich denke, wir müssen erstmal schauen, dass wir den Typen vertreiben. Vielleicht kann man da in dem Keller irgendwas anmachen. Das wäre jetzt meine erste Sache. Aber womit kann man jetzt hier was... Also mit Büchern kann man auch manchmal Leute vertreiben, aber... Oh, ein Was ist denn dieses Device da? Irgendwie, da ist so ein... Ja, ein sonderbares Gerät mit einem kleinen Bildschirmbrei. Oliver schreibt's, ein 5S, ne? Ja. Also das... Ist es das da? Kriegt aber auch nicht weg, ne? Ja, sieh. Wahrscheinlich ist irgendwo in irgendeinem Raum irgendwas drin, was wir noch übersehen haben. Ja, gut, das ist halt einfach so ein easy, schönes Point-and-Click. Wir können dem ja noch 8 Minuten Zeit geben und dann können wir als Letztes schauen, wenn du möchtest. Genau, ne? Dann. Genau. Nicht, dass wir uns da dran aufhängen, ne? Ach, was ich noch gar nicht gemacht habe. Aufhängen. Ja, da oben. Ach, stimmt, hast du deinen Hocker dabei? Damit kann man Leute vertreiben mit dem Ding. Mit dem Hocker. Ja, den kannst du erstmal abhängen und dann hast du das vielleicht im Inventar. So in die Hosentasche geht das schon. Na, schade, kann man nicht. Na, ne. Dann muss ich hier, so kann ich hier. Ne. Ja. Ja. Oha. Nee. Vielleicht einfach mal Fleisch geben. Nee, das sind ja sogar irgendwie Pflanzenfresser, ne? Ach komm, wenn die Augen im Dunkeln leuchten. Leider nein.
So, was haben wir hier noch? Da, die Leiche. Eine süße Telefonnummer. Nee, auch nicht. Zettel an der Wand. Zettel an der Wand. Ja, also da, das. Nee, nicht hier, sondern. Na, da nicht, ne? Also es sind ja so Klebezettel da. Ja, ja. Aber ich kann da draufklicken oder es lassen. Also es passiert nichts. Okay, okay. Ja gut, neben dem Spiegel, Zettel an der Wand. Achso, haben wir ja. Ja, genau. Genau. Hm? Nee, dann vielleicht mal weiter, ne? Vielleicht müssen wir da schon unten was finden. Ich glaube, hier oben ist vielleicht nichts mehr. Weil wir haben die Katze weggeräumt und ja, ich glaube, dann ist da oben nichts mehr. Oder wir können da nochmal alles durchschauen, natürlich, ne? Ja. So, das ist eine Pflanze. Das ist ein. Vielleicht Bett. Zum Rauch. Ne? Hm. Das sieht sehr einladend aus. Hm. Nee, nicht so. Rather heißt doch eher weniger, oder? Ich hätte jetzt gedacht, schon ziemlich. Das sieht ziemlich einladend aus. Viel mehr, stimmt. Ziemlich. Ja, ja, tatsächlich. Ja, 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 vielleicht. Okay, Maxi sicher. Okay. So. So, gut. Pflanze, Pflanze. Ja, alles systematisch wert. Aber also ich gehe davon aus, dass wir hier unten alles finden. Ich glaube, wir müssen nicht mehr oben hingehen. Also das, erstmal für den. Ja, Zeit. Kann sein, ja. Ja, tolles, ja. Vielleicht die Uhr, kann man da nochmal irgendwas machen? Also das Pendel ist angehalten, ja, das stimmt. Und das ist eine. Okay. Eine Großvateruhr. Hm. Hier haben wir sonst nichts, oder? Nee, Bilder wird man auch nicht sicher nicht abhängen. Oder kannst du mal auf Bilder klicken? Vielleicht ist dahinter so ein Geheimversteck. Achso, das kann natürlich sein, dass es irgendwie so. Oder irgendeine andere. Nee. Highlight-Tasten gibt. Das kann sein. Kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätten sie es erklärt. Also. Ja. Keine Ahnung, kann jemand mal nachgucken, ob es noch irgendwie Tastaturcodes vergibt, wo irgendwie so anklickbare Bereiche vorgehoben werden? Ich schau mal. Blackout heißt das Spiel, ja. Ne? Blackout, ne? Ja. So nach der Party, ne? Ja. Das soll angeblich auch in der Videobeschreibung stehen. Vielleicht stehen da sogar die Tasten bei. Gibt's was? Naja, ich schau einfach mal durch. More information. Nee, da steht nix. Da steht nix. Okay. Also falls jemand anders... Ich kann ja mal schauen, wie es da weitergeht. Na, 18 Minuten geht das, ne? Wenn du da alles weißt. Schau doch. Okay. Ich schau einfach mal so hinterdurch. Hier Geschwindigkeit 2.0 und dann schau einfach mal, wie es weitergeht. So. Also braucht irgendwas Scharfes, das aufzukriegen, ja. Messer, vielleicht in der Küche. Ja, können wir nochmal gucken, ob wir da irgendwo was finden. Na, wo ist die Küche? Da ist die Küche. So, welche Pixel sehen aus, als ob es ein Messer sein könnte? Das ist die Frage. Also, nee, das, also wir haben schon probiert, das Klebeband abzuziehen, aber es geht leider nicht. Sie braucht irgendwas Scharfes dafür. Ja, genau, Klebestreifen abreißen würde ich ja auch machen, aber es geht leider nicht. Geh mal in den Keller nochmal. Okay. Geh nochmal in den Keller. Ja, auf den Weg. So. Und du musst auf dieses Crowbar klicken, auf das obere, nicht auf das untere, sondern auf das obere in diesem Bag. Was? Ja. Was ist Crowbar? Das ist so ein Brecheisen, ne? Brechstange. Und jetzt kannst du das vielleicht auf den Typen werfen. Okay, so, hier. Was? Doch, Gewalt nee, ist manchmal die Antwort. Manchmal so, aber, Nee. Okay. Aber das aber auf jeden Fall hin. Ah, vielleicht kriegen wir damit jetzt die Klotür auf, ne? Das könnte sein. Oder ansonsten entbehren wir das Messer von dem Nikotinmensch. Das stimmt. Irgendwo hatte sie doch gesagt, das ist irgendwie verklemmt. War das noch? Oben im Schreibtisch. Was ist das? Okay. Das war verklemmt. Oder war halt voll so in der Hinsicht, ne? Aber vielleicht. Ah, nee, warte mal. Also unten gibt es auch noch einen Schreibtisch, ne? Klattert. Entweder der hier. Heißt klattert, verklemmt? Mit dem? Nee, eigentlich überfüllt. Aber vielleicht unten, ne? Okay. Bei dem Spiegeltisch, ja.
Hat das jemand etwa nachgeguckt, dass man das so machen soll? Nee, da schaust du mal runter vielleicht, ja. Ne? Da ist auch ein Schreibtisch. Währenddessen schaue ich mal durch, ne, was du sonst noch so machst. Guckst du etwa ein Let's Play? Nee, gar nicht. Gar nicht. Na, ich doch nicht. Okay, gut. Ich doch nicht. Würden wir niemals machen. Achso, genau, das ist die. Genau. Oder, mit so einem Brecheisen kann man ja viele tolle Dinge machen, zum Beispiel eine Uhr öffnen. Ja, dann mach mal. Aber mal. Geht nicht. So, und was haben wir hier? Da gibt es... Ja, genau, da ist es Silberware ist da drin. Kann man das öffnen? Auch nicht. So. Also wir haben auf jeden Fall schon über die Hälfte von dem Spiel. Oh, ne? Wir sind so gut. Okay, also das geht tatsächlich am Schreibtisch unten mit dem Brecheisen, ne? Wie ich schon dachte. Der Schreibtisch unten. Der ist da durch, glaube ich. Ja. Nee, rechts oder da, irgendwie so was weiter. Liegt? Also irgendwo, da ist ja gleich der Schreibtisch und da kriegen wir den auf jeden Fall auf. Ja, noch einmal durch. Ja, Let's Play gucken, damit man Let's Play machen kann. Genau, so macht einmal man das. Rum. Na, genau da. Na, aber das war ja auch meine Idee vor. Ach der. Und dass man da halt nicht so nicht so drauf kommt, dass man da unterschiedliche Sachen in dieser Bag hat, das weiß ich nicht. So, und das ist jetzt die Telefon, oder? Komm. Mal gucken, haben wir da... Ja. 9692. So, und? Sternchen Hash. Da gehst du mal zum... Muss ich jetzt nach links? Ich bin irgendwie verwirrt. Nee. Andere Seite. Das wäre es gewesen. Naja, gut. Sind tatsächlich auch immer andere Codes, wenn ich das mal so sagen darf. So, genau. Ach, ne? Das nehme ich mal. Das ist ein Service. Ne? Absolut. Und jetzt vielleicht draufdrücken auf das, ne? Auf das linke. Oh, hast du den Hash gedrückt am Ende? Ah! Ja, stimmt. Ja, genau. Tata! Nein! Damit! Das ist richtig gruselig. Sie haben das damit getötet. Gruselig. Ja, genau. Das ist richtig gruselig. Okay. Brecheisen hilft gegen Headcrabs. Ja, genau. So. Ja, dann ne, ab zum Gruselmenschen, oder? Aber die Sache ist jetzt, wollen wir das Spiel noch fertig spielen oder wollen wir sagen, wir gehen ins dritte über? Das wollte ich ja mal kurz schreiben. Ne? Also ich schreib mal ein... Jetzt. Ja? Ja, also wo ich jetzt hier die Maske habe und wir müssen hier unten diese Leiche da erschrecken, würde ich sagen, das ist so, genau. Hallo. Oh ja, ja. Ist ja witzig. Ja, geh in deine Truhe zurück. Oh. Okay. Sehr stark. Genau, so, mal gucken. Was war da? Ja, da können wir mal rein, ne? So, mal gucken. Oh, 0, 2, 1, 5. Und Augen zusammenkneifen, damit es ein bisschen unschärfer wird. Was haben wir da? Eine Rakete? Ja, irgendwas. Ich denke, weiß nicht, ob das so wichtig ist, ne? Aber vielleicht schaust du mal oben, genau, 0215. Und jetzt schaust du mal oben in das Regal. Da ist doch so ein Safe. Nee, da direkt. Ach, das da? Da brauchst du vielleicht deinen Hocker für. Das stimmt. Stimmt. Ja, komm her. Na? So, ja. Nicht kaputt, ja. Musst du den hinstellen, oder? Hatte ich versucht. Aber dann läuft sie bloß dahin. Also das scheint nicht... Vielleicht links hinstellen, ne? Ja. Wenn der schon manchmal so fiddelig ist, genau. Nee, macht er nicht, ne? Okay, was könnte es sonst sein? Was könnte es sonst sein? Da ist ein Loch in der Wand. Ja. Vielleicht. Schau noch mal hoch ins Schlafzimmer. Ich hab eine Spinne hier, die hat mir geflüstert, da werden wir was finden im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer oben. Ach, andersrum wäre bestimmt kürzer gewesen.
Egal, ne? Einmal Ja. drumrum, einfach mal nochmal Tante Hilde hier begrüßen und dann. Was ist Na! das denn da? Nee, ist nichts, okay. Drittes Spiel schreiben die meisten sogar. Also ich hätte auch schon fast Ja, gesagt, gut, aber ja. ja. Also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wie viele Rätsel sind es ungefähr noch? Wir sind jetzt bei 11 Minuten von 18, ne? Links, oder? Ja, Das nee, ist doch. anderes Schlafzimmer. Ja. Ich würde auch Ach sagen, so, drittes Spiel. ja. Hey, warte mal, da gibt es ja drei. Ach so. Stimmt. Das So. hätte ich nicht gefunden. Und jetzt schaust du mal unter die Bettdecke. Und wenn du weiter rechts genau dahin klickst. Und jetzt kann man endlich richtig entspannt eine rauchen. Ja, genau. Was man damit machen kann, das könnt ihr euch wahrscheinlich selber vorstellen. Und ja. Ja, falls euch Genau. das interessiert, ne, Link steht unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr es selbst nochmal zu Ende durchspielen oder irgendwo ein Let's Play euch angucken, wo das jemand schon mal für euch gemacht hat. Ich weiß nicht, kann man speichern? Das ist witzig. Ich glaube, du kannst es nicht speichern. Nee. Okay, also wie es weitergeht, ist witzig. Ne? Ja. Also ich kann es euch nur empfehlen, mal weiterzuspielen. Das wird witzig, die nächste Szene. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, schau mal Gut. ins dritte Spiel und das Dann. ist tatsächlich sehr, sehr gruselig. Ne? Achso. Voll der Cliffhanger. Ja, ne, wir wollen ja auch ein bisschen Werbung für die Leute machen, die das Spiel spielen. Ist alles kostenlos nebenbei. Ne? Alle Links in der Videobeschreibung. Ganz entspannt. Und ich würde sagen, lass uns loslegen mit dem letzten Spiel. Ist das jetzt eigentlich die Vollversion davon oder ist es ein Demo von einem eigentlich längeren Spiel? Weißt du Ist das? die Vollversion. Ne? Okay, Ich gut. denke, das ist nicht Ja. länger. Ne? Also es hat nicht mal hier so ein Exit oder Beenden-Button. Ich glaube, es ist einfach so. So. Einfach so. Ne? Is inside tree is not true. Oh, ich kenne diese. Oh, ich kenne dieses diese Fehlermeldung allzu gut. Ach so, das ist so eine Godot-Fehlermeldung. Ja. Die Godot Okay. Engine, die kennt Okay, man. okay, okay. So, dann kommen wir mal zum Oh. letzten So, der hier. Juni. Nicht mit Godot gemacht, sondern mit Outforce. Unity. Outforce. Ich finde Godot cooler, weil es erstens Open Source ist und ich finde es besser konzipiert vom Aufbau her, wie man dann programmiert. Ne? Also hier wirklich, Ja. das Ding ist nicht ohne. Wirklich nicht. Ne? Also wenn er da hier ein bisschen schwach auf den Nerven seid, ist das Genau. vielleicht nicht genau das für euch. Also es Mal gibt. schauen, was YouTube eigentlich zu dem Ding sagt. Also hier gibt es wirklich alles. Es gibt flackernde Lichter, es gibt Grusel oder diese, wie hatten wir? Jumpscare heißt so rum richtig, ne? Und Genau. ganz ekliges Blut. Ne? Also da ist Ja. schon ein bisschen heftiger. Ne? Jetzt ist so, ne? Ab 21 Uhr ist Sandmännchen ist vorbei. Ihr wisst Bescheid. Dann würde ich Genau. sagen, das ist so, oder? Dann, was nehmen wir? Spanisch, Espanol oder Englisch? Geh doch mal mit Englisch. Englisch. Na gut, nehmen wir Englisch. So, da haben wir wieder. Da haben wir schon mal keine Lautstärke-Einstellung. Was hast du so von der Lautstärke her? Ist Ja, wahrscheinlich. das tatsächlich nicht mehr. Aber Nee. ich kann mal Probe hören. Ein bisschen leiser, ein bisschen leiser. Ne? Genau. Vielleicht 50, 30, 40% leiser, dann passt es. Na, was hältst du davon? Klappt gut, würde ich sagen. Klappt gut. Gut, dann lassen wir es so. Also es hat wunderschöne Musik. Und ja. Ja, und man kann sehr schnell drauf gehen. So, mal gucken. Da ist ja Und erstmal. das Sandmännchen kann heftig sein, das stimmt. Ja. Genau. Absolut. Dann würde ich sagen, lass uns laden. Ne? Und das wird richtig heftig. Das wird heftig. Ich freue mich Jetzt drauf. ist es zu leise. Ja, es kann auch lauter werden, ja. Ich würde es noch mal so leise halten, vielleicht sogar. Ja. Ja, es gibt Immer Ähnlichkeiten diese zum Taschenlampen, ersten. ne? So, ich kann mich auch wieder bücken mit STRG oder hinknien. Und mit F kann ich die Taschenlampe ein- und ausschalten. Also es ist quasi sehr ähnlich zum ersten. Bloß es ist gruseliger. Und wenn man sich die Beschreibung dazu durchliest, hört es
mit, was man über das Mikrofon an Geräuschen macht. Genau, deswegen, je Das. mehr wir dieses Mal sprechen, desto schneller passiert was. Vielleicht auch nicht so schöne Sachen, ne? Wir sprechen jetzt nur noch über Zeichensprache, ja? Und ich sehe ja nichts. So. Lass uns doch mal die Tür aufmachen, oder? Ich glaube, wenn du was sagst, ist es kein Problem. Aber da ich ja direkt vor dem Rechner sitze. Ja, kein Problem. Jean ist nicht mehr scharf. Ich bin nicht mehr scharf. Oh, das tut Der mir ist immer leid. Ja, scharf. meine Kamera ist immer kacke. Meine Kamera ist immer kacke. Wir machen das mal kurz so und wieder so. Und es ist immer noch nicht scharf. Ne? Mal ein bisschen hier kalibrieren. Ich hasse meinen Autofokus. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Warte mal. Ich mache das mal ganz kurz weg. Ne? Einen Moment. Ja, zack. 3, 2, 1. Und ich mach's wieder an. Jetzt bin ich wieder scharf. Tut mir leid. Ja. So. Ja, Mann, das ist echt blöd. Aber vielen, vielen Dank. So. So, mal Wunderbar. gucken. Einfach mal aufmachen, würde ich sagen. Was kann schon passieren? Ja, das war's dann mit dem dritten Was? Bis Spiel. nächstes Mal. Ja, herrlich, herrlich. Was haben wir da jetzt falsch gemacht? Das ist ja wirklich komisch. Man kann ja auch nichts machen, ne? Dann kommt das Viech einfach. Du kannst weglaufen. Ja, dann weglaufen. Dann einfach laufen. Ne? Run, Boy, run und so, ne? Sieht schon sehr geil aus, die Grafik. Kannst du die Türen aufmachen, andere? Vielleicht finden wir irgendwo ein Schwert oder eine Pistole oder eine Axt, ne, was man so braucht. Die sah aus wie meine Nachbarin. Ja. Das war ein schönes Spiel, schön kurz, ne? Absolut. Thumbnail haben wir. Genau, das Thumbnail haben wir. Absolut. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Ho, 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 ho. Also das sieht irgendwie nicht gut aus, ne? Was da ist, ne? Ist da ein Schlüssel drin? Da ist ein Messer. Kannst du das Messer nehmen? Mit F vielleicht? Oder E? E kann man häufig dann mit solchen Sachen nutzen? Ne. Ja, du kannst nicht über die Schüssel gehen, ne? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Autsch! Hat er sich angekündigt? Nee, oder? Vielleicht ist die Musik jetzt auch zu leise. Also an der Musik kann man es normalerweise so ein bisschen hören. Dann machen wir die Musik ein bisschen lauter. Und Eine Axt muss man nicht suchen. Die bringt der Killer garantiert selber mit. Ja, das mag man sagen. Aber das Blöde ist ja, dass der Killer die Axt hat und nicht du. Ne? Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Ne? Man weiß es ja nicht. So, schauen wir mal. Ja, die Lautstärke ist jetzt gut vom Spiel.
Also da kam er jetzt, da habe ich ihn sogar gesehen, ne? Also, er kommt auch von verschiedenen Richtungen, ne? Ich war zu langsam im Umdrehen und Weglaufen. Okay, war interessant. Sehr interessant, sehr interessant. Nochmal sehr gespannt. Ich habe Angst. Die enden, glaube ich, auch später so, ne? Ich glaube, verstecken ist gut. Also, so werde ich morgens auch immer aufgeweckt. Guten Morgen! Aufstehen, die Sonne scheint! Da bist du jedenfalls wach hinterher. Aha, mega schön, ne? Das Ding hat sicher eine FSK. Ich weiß aber nicht, was für eine. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist halt so ein Indie-Spiel, was halt, ne? In der Hinsicht, von einer kleinen Klitsche braucht man wohl in dem Sinn noch nicht. Aber es wird schon ein bisschen FSK haben, ne? Hast du das Instruction Window im Spiel schon gefunden. Da müsste es irgendwas geben. To avoid him, you can hide in the hide spots that are located in the furniture. Du kannst dich in die Schränke und so weiter setzen. Oder einfach hier bei den Möbeln irgendwie. Ach genau. Genau, unter Tischen gucken. Das hinkriege ich. Du könntest dich auch einfach aufhängen, so wie diese Leiche da, ne? Dann würde es dem vielleicht auch nicht auffallen, ne? Das würde sich abzuhängen, wird wieder schwierig, ne? Man kennt's. Aber jetzt bleibe ich hier. Oder? Das war's, ne? Ich glaube, da müssen wir schon raus, denke ich, ne? Aber vielleicht probierst du einfach mal eine Kommode aus, ob das geht, ob man sich da auch unten so reinsetzen kann. Einfach nur, dass wir es wissen, im Ernstfall. Nee, da geht's nicht rein, ne? Aber dann vielleicht in die Schränke dann, ne? Außen. Das sollte gehen. Oder auch durchs Fenster raus, ne? Geht auch. Wir haben auch noch keinen Schlüssel gefunden, ne? Naja. Nee, da war kein Schlüssel. Ist da vorne ein Schrank oder ist das eine Tür, die offen ist? Ist eine Tür, ne? Vielleicht schauen wir da nochmal rein. Wir müssen ja irgendwo einen Schlüssel. Ach, das war, wo wir rauskamen, ne? Ja, mit 11 Jahren würde ich mir das auch nicht anschauen. Also da hinten, hinter diesem kleinen Tisch da, ne, wo du eben warst, da kann man sich verstecken, meine ich. Da drunter, genau. Da, irgendwie zwischen Sessel und Tisch. Kommt man da rein? Mal so ein bisschen. Wenn man es brauchen, dann für später.
Ah, da kommt er so schnell manchmal, das ist unglaublich. Und da Linux Rambo ist sehr gemein. Ja. Der Elfjährige soll ja nicht immer seine Mama sehen, das stimmt schon. Ne? Eieieiei. Wenn die das sieht, ne? Wenn die das sieht. Du darfst nicht lachen, sonst kommt das Monster. Ich bin versteckt, da kann nichts passieren. Ach so, ah, okay. Ist schon spannend, ne? Aber wo kann man so einen blöden Schlüssel finden, ist die Frage. Sieht schon schlimm aus. Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Schlaf. Oh, was? Oh, das ist der Typ, oder? Oh. Da war meine Mami. Das war's, das war's. Scheiß. Schön, oder? Ja, schön. Das war schick. Ja. Das war sehr schick. Ja, keine Ahnung, noch eine Runde oder nicht? Ja, sehr stark. Die Frage ist, ob wir da weiterkommen. Also, ne, wir sind, also, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr heftiges Spiel. Du musst da in ganz, ganz viele Zimmer rein und, schon heftig. Also, na, Ja. wenn man, na, wenn man will, kann man es natürlich probieren. Das Aber ich könnte stimmt. mir vorstellen, dass es schon fast zu lange dauert für heute Abend. Ja. Also Aber ja. da habe ich sogar vorher mal geguckt, was es da so gibt an Let's Plays und da bin ich auf Gronkh gestoßen. Er hat auch eine ganz lustige Theorie, was so ein bisschen hinter dem Spiel steckt und ich glaube, er hat es nicht geschafft insgesamt. Nee, also das ist wirklich schwierig, ne? Ja. Aber das Spiel heißt Escape the Iowoki. Das so Ayoki? heißt anscheinend die Gute vom Linux Rambo. Jedenfalls unter Bearbeiten, unter Bearbeitung, unter der Videobeschreibung findet ihr das Spiel. Ist das dritte Spiel, ne? Escape the Genau. Iowoki könnt ihr euch herunterladen auf Linux, Windows, Mac und kostenlos spielen, ne? Aber das Genau. ist eine Sache. Wie wäre es mit Spiel 2 ist die Sache. Die Frage ist aber auch, wie lange wollen wir noch machen? Ne? Habt ihr Ja. noch Lust? Ne? Könnt ihr mal reinschreiben. Wir können ja noch das zweite fertig spielen. Aber warte mal, müssen wir da alles nochmal neu Dann machen? Ah, müssen es wir geht wieder ja. von vorne anfangen. Es geht ja zügig nochmal. Ne? Je nachdem, ne? Was er sagt. Ihr könnt ja schreiben, zweites Spiel oder. Ja, genau. Oder ansonsten würde ich Ende machen. Oder Ne? Weil es ich glaube, da können wir uns jetzt reicht noch mal das? 30 Mal versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir da Nee. erfolgreich sind. Das ist was Ne? für Aber ist ein Pro-Gamer. cooles Spiel. Ist für Pro-Gamer, nicht für uns. Ne? Aber das kommt noch. Ne? Mit dem nächsten Gnub VC Gaming-Kanal Stimmt. wird das kommen. Ne? Ja. Ne? Exklusiv auf Hannah Montana Linux und dann ab die Post. Ne? Tja, so, da Hot Button, ne? Also, da schlägt gleich zu oder eben auch nicht, ne? Jetzt müsst ihr hier. Also,
Na? Die Leute schreiben Spiel 2. Ne? Zweimal 2, ne? Ein bisschen mehr Elan hier. Dann ist es nicht da, schreibt Spielen, Mark, ja. Ne? Ja. Nee, dann machen wir doch das Spiel 2 nochmal schnell zu Ende. Ne? So spät ist noch nicht. Ja gut, ne? Das Sandmännchen ist schon vorbei, ne? Spaß. So, gut, sehr cool. Genau. Ich will es einfach selber, ja genau. Das nee, aber dann machen wir doch mal Spiel 2. Ne? Genau, ganz normal. Nee, aber also ich glaube, mit 3 kommen wir hier noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das wird wirklich extrem schwierig, das zu schaffen. Ne? Das müsste jemand machen, der sich damit auskennt. Beziehungsweise da richtig, na, also wenn man da jetzt, wir können natürlich die nächsten 2 Stunden da rein investieren, dann kriegen wir es vielleicht hin. Och, aber ich glaube nicht, dass das so genau das ist, ne, was wir wollen. Ne? A fresh game. Ja, dann let's go, ne? Das ist so frisch. So, jetzt sind wir ja eigentlich schon Profis, ne? Das ist ja jetzt auch wirklich easy. So. Rumpel die Dumpel, so. Au, 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 au. Ich hab's kommen sehen. Du hast es kommen sehen? Nein. Jetzt, doch. So, und jetzt. Aber die Frisur sitzt wieder perfekt. Ja, na, dank Hut. Ja, 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 genau, ja, genau. So. Ja, lauf, 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 lauf. Genau. Ein Schädel, nein. Oh, ah, makaber. Hm? War ihr früherer Freund, ne? Hm? Ja, kann sein, ne? Der hat zu Markus, viel ungesundes Zeug genommen. Ja, so ist ja, es. Ja, ja. So, hier. Ja, dann würde ich mal sagen, aufschließen, ne? Die Schlüsselfee. So, die Schlüsselfee. Jetzt wissen wir ja mal alles auf. Ja, 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 oh, ja. Ach, endlich mal eine Rauchen. Tja. Könnt ihr mal erzählen, wie genau das Metaverse-Ding von den Tux-Tagen funktioniert, schreibt Schaukelstuhl. Das ist eine gute Sache. Dieses Mal können wir es noch nicht erzählen, nächste Woche können wir es erzählen, ne? Das ist, glaube ich, auch die Vorschau schon dafür. Oder was ist nächste Woche? Wir haben ja irgendwann eine Vorschau, da werden wir das nochmal direkt durchgehen. Nee, in 2 Wochen, ne? Da zeigen wir das nochmal genauer. Ansonsten ist Mozilla House daneben, ne? Genau, was kann man da drin machen? Man kann da drin andere Leute treffen, gemeinsam Schabernack machen, eventuell auch den ein oder anderen Vortrag ansehen, wobei das Feature wahrscheinlich eher weniger der Fall sein wird. Auch wenn wir da extra einen Vortragsraum gebaut haben, jetzt so in den Übungen, in den Proben hat sich nicht so herausgestellt, dass das die Lösung ist, ne? Also von daher hauptsächlich eher wirklich so zum Vernetzen, zum Dasein. Wir haben ganz coole Locations gebaut, alle selber gebaut quasi. Das ist extrem viel Arbeit gewesen. Seit August sind wir da dran und sehen jetzt in den Endzügen, das ist schon echt viel Arbeit gewesen. Ich glaube, 4 oder 5 Leute arbeiten da dran mit. Richtig cool. Und jetzt diese Woche kommt es zum Ende. Und dann können wir das gefühlt ab nächster Woche schon mal präsentieren. Wir werden auch mal einen Link reinposten, damit ihr das mal testen könnt. Ne? Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Feedback geben könnt. Ne? Ja, du machst es währenddessen. Ich finde das super. So, mal gucken. Der hier. Woher haben wir eigentlich die Maske bekommen? Egal, aber aus dem genau, Tresor? Schau dir den Typen mal an. Der Typ ist, der ist super gechillt. Der ist super gechillt. So, die genau. Unsere Tux-Tage-Tasse ist besser. Guckt die genauso fröhlich? Die guckt genauso fröhlich, absolut. Ah, nee, wir müssen erstmal in den Schreibtisch, ne? Gleich mal reinschauen. Genau. Ja, das haben wir. Den Code, der war. Ach ja, genau. Das war der hier, ne? Meine Kamera hakt etwas. Schauen wir mal. Ja, meine Kamera hakt gerade etwas. Ja, die hakt jetzt wieder die ganze Zeit, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt geht's wieder hoffentlich. Ah, nee, sie hakt doch. Ja, danke. Ja, das ist, haben wir vorhin mal kurz auch im Probedurchlauf festgestellt. Ich weiß nicht, wo uns liegt gerade. Genau. 5905. Ist ein anderer Code dieses Mal. Ja, ja, genau. Ist immer ein anderer Code. Das ist schon cool. So, das. Ja. Ja, genau. Feuerzeug. So. Gut, dass man im Kreis laufen kann. So, das ist schon klasse, ne? Erstes Feuerzeug. Und schau mal. Oh, danke.
Na, aber ganz ehrlich, ne? Wenn du. Oh, herrlich. Erstmal eine Boah, durchziehen, ne? endlich. Erstmal schön eine durchpaffen. So, jetzt haben wir den Code hier. Die Maske ist witzig. Und die ist hinter einem Safe, ne? Also da musst du dir mal vorstellen, dass man das in einem Safe tut. Gibt es die Tox für die Tox-Tage wieder Werbung? Schreibt Carsten. Ja, in der Hinsicht, schau mal auf die toxtage.de-Seite. Bitte in den Spiegel schauen. Haha. Ja, und wie hast du das Was? jetzt aufgemacht? Mit dem Messer, oder? Genau, mit dem Messer vom Kopf da. Super. Ja, entspannt. Endlich die guten Smarties hier, ne? Und, na, haben wir noch ein Spiegel zum Reingucken? Ja, das ist ein Spiegel. Schaut wieder furchtbar aus. Ach, was. Ach, das geht, ne? Handtücher kann man immer brauchen. Ja, nimm mit. Ja, Handtücher. Ja, nicht. Okay, die Rohre sind Hier wahrscheinlich kann man alt. vielleicht den Mack dran reinhauen, ne? Nee, Ich okay, die sind glaube dried out. nicht, weil das ja. Ah ja, okay. Was haben wir da denn Schönes? Ja. I. Genau, Ja, genau. genau. Oh. Nur Bier. Das sieht aber auch nicht nach Bier aus, ne? Genau. Ja, Da nehmen wir doch mal einen Schluck, oder? Ah, sehr nice, danke. Tapmonster. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Sie hat Hallo. Spliss. Gut. Das kann Ja, sein. dieser Hallo. Winke, winke. Oh, ein schmutziges Klo. Ein Fall für Meister Propper. Also. So ungefähr. So, wer war jetzt hier mit Durst? Nee. Ah, sogar Die ich. da, ne? Hier, guck mal, lecker, lecker. Drink. Hä, nee, ich glaube, du hast es nicht aufgefüllt, oder? Da stand immer noch empty Oder? dran. Echt? Warum ist das leer? Vielleicht gehen wir noch mal rein. Hä? Ach so. Vielleicht können wir damit auch die Maske wieder anziehen. Vielleicht funktioniert das. Ah, okay. Hallo. Hallo. Oh. Vielleicht das. Nee, Brecheisen haben wir auch schon weg, ne? Das ist. Na, na Was? gut, dann vielleicht erstmal runter in. Das könnte es sein. War Ja, das hier vielleicht der schauen wir Keller? da noch mal Nein. schauen, ob wir da was finden. Haben wir schon unser Safe im Keller aufgemacht? Da Die müsste im sich so mal im Keller. Spiegel anschauen, ne? Im Spiegel anschauen, Wie meine ich. passiert denn noch was hier? Ja, im Safe war doch irgendwas, Ja. ne? Hallo. Da schauen wir mal. Ah, genau, jetzt geht das da auf. Und jetzt haben wir hier den. Schwuppdiwupp. Und hier haben wir schon wieder einen anderen Code. Genau. So, und was? Ach, da oben kam man nicht hin, ne? Da Nee, oben kam man nicht zu den Pappkarton kamen wir nicht. hin. Okay. So, und was haben wir jetzt anders? Also wir haben das Badezimmer öffnen können. Da Aber im sitzt Badezimmer haben wir noch nichts Unkleid. gefunden, ne? Vielleicht schauen wir noch mal das Badezimmer an. Was war noch dabei? Upp, upp. Vielleicht schauen wir mal ins Klo rein. Gibt es da was? Oder? Hier sagt sie bloß wie, das ist dreckig. Was Was können wir dann Glas? machen? Ach, vielleicht können wir eher. Ach, wir können ja vielleicht das Fleisch geben. Haben wir das schon? Ach, das Fleisch. Ja, das ist, Aha, das ja. könnte sein. Haben wir den Hocker noch? Den haben Den wir zum brauchen Glück wieder da, ja. Ja, super. Das könnte vielleicht eine Idee sein. I feel.
Was? Oh, das war zu schnell weg. Ja. So, schwuppdiwupp. Also das sieht nicht nach einem Fleischausstück, oder? Das sieht irgendwie nach was anderem aus. So. Ja, Beef Jerky. Lecker. Post. So, warum habe ich jetzt Durst? Ja, gute Frage. Weil das so lecker schleimig aussah? Ein Glas, schreibt Oliver. Ah, gut, ich weiß nicht. Also, wir haben ja einen Becher, aber den kriegen wir leider nicht befüllt, weil in der Badewanne jemand rumhockt. Aber man vielleicht mit Bestechung mal probieren? Oh ja. Oh, danke, Süße. Oh, geil. Lecker. Und jetzt hier, ne? Das ist ja gerade schön, mal mit der, schön mal mit der Tasse rein. Das wird Tante Hilde sehr gut schmecken. Ja, dann. Schauen wir mal. So, Daumen. Warum kann ich das? Ja. Hauke hat mit Windows gearbeitet, jetzt sieht ja, das darum so sehe ich so aus, ja. Vorher, nachher. Ich wollte nur ein Update installieren. Du, sag mal, schaltest du mal meine Webcam aus? Also irgendwie ist die Übertragung da echt... Ja, du bist mit deinem... Stimmt. Irgendwie hänge ich die ganze Zeit. Ach, das ist ja... Weiß ich nicht, im Moment geht's gerade. Ich weiß nicht. Also manchmal geht's, aber dann hänge ich wieder. Ne? Stimmt, jetzt gerade. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr einen hängenden Jean sehen oder wollt ihr lieber gar nicht sehen? Ich habe ja kein Problem damit. Absolut. Weiß ich nicht, hast du ein größeres Problem damit, dass du so ein bisschen rumhängst, oder? Ja, es sieht halt nicht so schön aus, ne? Sieht nicht so schön aus, aber gerade funktioniert es wieder. So ganz alleine. Nein, jetzt hänge ich wieder. Ja, nee, ich glaub, mach mich mal aus. Na gut, dann mache ich dich gleich mal aus. Oh, danke. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, dann bist du jetzt da. Schwuppdiwupp weg. Gute Nacht. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Schauen wir mal, so, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Vielleicht für die Standuhr vielleicht. Kann man die aufmachen? Oder haben wir noch irgendwo was Verschlossenes? Kann ich mich auch mal hier verschieben. So. Zupp. Schwuppdiwupp. Ich erinnere mich jetzt eigentlich nicht mehr großartig an eine Tür oder sowas. Oder? Ich auch nicht. Von daher würde ich es mal an dem... Mal was zu trinken. Braucht die noch was zu trinken? Nee, was war mit der? Nee, Zigaretten und Dings ging. Das haben wir. Ach, nee, warte mal. Da war da auch nichts. Ne? Also eine Haustür gibt es ja auch nicht. Nee, du kannst aus solchen Dingen auch nicht hier raus. Aber schau mal, jetzt wird es langsam Tag wahrscheinlich. Vielleicht ist es die Morgensonne. Oh, ja. Oh. Ja, krass. So, und jetzt? Ach so, 8.30 Uhr. So, waren wir Ihnen jetzt hier? Sehe ich jetzt wirklich so? Ach nein, zu nee, einfach nur. Ach, ich dachte, wie bei einer richtigen Uhr. So. 8.30 Uhr. So, und dann Schlüssel ja, 8.30 Uhr. Ah, hey, jetzt erkennt man das auch. Na gut, und jetzt ich raus einfach mal. Hey. Hat funktioniert. Ach, das ist der Keller. Das andere war gar nicht der richtige. Da ist irgendwas drin. Geil. Nein. Oh, los, springende Kasten. Na gut. Das da? Okay. Lord of the Darkness. Meine Güte. Was ist Osborn? Okay, es ist witzig. Okay. Ah, okay. Ach du Scheiße, wir haben es gar nicht mitbekommen. Ist ja witzig. Es ist wie. Oh, nein. Falsch. Das war's? Oder? Achso, nee. Ich hab's verschaltet. Falsch verschaltet.
Ja, meine Güte, ne? Wie kann man das nicht? So, und jetzt hier absolut. Oh, hey, What? Guck mal, Leuchtehörnchen. Hä, was ist jetzt los? Das ist irgendwie eine Halloween-Party und, ja, sie sollte eigentlich bloß Federn vom Dach holen für irgendwas. So. Ja, aber wo sind jetzt die schleimigen Leute? Geht's dir jetzt besser? Schau mal rum, das sieht doch immer noch nicht gut aus. Oh, guck mal, Harry Potter. Oh, wir haben ohne dich angefangen. Entschuldigung. Okay, okay. Midnight, der stottert ein bisschen. Midnight? Hey, hier, ne? Wo es geht? Geiler Typ. Ja. Ja. Welches Ritual? Ach, Pool of Wine. Aha. Ja, ne, also die hatten Spaß. Und, Und da drin? Was ist jetzt da drin los? Oh! Kotzt oder was? Hangover. Oh. Also wirklich auch einfach nur Party, die einfach nur ganz schlimm gegangen ist. Ist ja witzig. Ach nee, da aber krass, ne? Die haben von jedem Raum nochmal eine helle Version gemacht, ne? Das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit. Das ist viel Sack. Okay. Nein, gar nicht, gar nicht. Hat nicht komisch geschmeckt. Ja. Witzig, sehr witzig. So. Was ist in der Kiste drin? Achso, ah, egal. Das da, oder? Ach, ja, stimmt. Ja, genau, da unten. Na? Können wir da nochmal gucken? Hallo, Katzi. Das ist Mounty. Katzi, Katzi. Hier ist ein Bild von meiner Katze. Sie heißt Mounty. Ach, das war die, die aber das Halsband am Anfang gegeben haben, ne? Hm? Oh, eine Schutztüte. Ja, nice. Ja, oder ins, Okay, okay. Also nicht unbedingt das empfohlene Essen, wenn man Rituale durchführt. Na, und hier? Ein Grammophon, hey. Vielleicht schauen wir ja auch nochmal hoch in den Raum, wo jetzt vielleicht die Sachen zu lesen sind. Stimmt, ja. Könnte nochmal eine Idee sein, ne? Ja, Bier und Chips. Okay, witzig. Naja. Ja, lateinische witzig. Gesänge auf Schallplatte. Ja, wer hat sowas nicht zu Hause? Ja, absolut, ne? Also, warum sie? Eigentlich schon immer der Banger auf jeder Party, ne? So, mal gucken. Was haben wir hier noch? Hallo? Was? Aha. Können wir uns alles angucken? Die Pyramiden von Gizeh? Oh! Ach, moin! Lecker, ne? Und? Das ist auch keine Schlange, das ist eine Spielzeugschlange. Das ist der Huddel-Tuddel-Knuddelbär. Der Huddel-Tuddel-Knuddelbär ist auch super süß. Oh, Stefanis Tagebuch. Ob ich es lese? Ja, komm rein damit. Ja! Aha. Ja, und? Ja. Oh, ich hoffe, dass sie Freunde werden, Marilyn und sie. So, ja, was Marilyn's Idee? Heißt die Marilyn vielleicht? Back is going to be there. Okay, ist ja süß gemacht. Hm? Das sieht auch so aus, als ob das schon diese Nacht Action gewesen wäre, ne? Da, oh, Miniatur.
tun? Hm. Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Das Nachfolgerspiel jetzt, oder? Was ist das? Jetzt schreibst du da irgendwas. Ich glaube, du kannst sie auch ablenken, oder? Geht das? Oder macht sie ja. Das? Okay. Scrambled back in the... Okay. Sehr witzig. Jetzt und jetzt und jetzt. Ey! Schön. Gleich ja, viel besser, dann? Ne? Na, hallo? Genau. Auf zum Welterobern. Ja. Ja, herrlich. Viktor Holmer. That smile. Ja, ne? Der sieht sehr schick aus. Ich glaube, so schaut er auch immer, wenn er irgendwas gebrochen hat. Ich? Ja. Nee. So sehen Programmierer aus. Diese Augen lügen. Was meinst du? Ja. Diese Augen, die man gerade nicht sehen konnte, soll ich die mal kurz wieder einblenden? Ja, je nachdem, was meinst du? Nee, ich meine, wenn du deine Augen mal kurz präsentieren möchtest. Ach, passt, das reicht. Das reicht. Ulf Malmberg, he animates and animates. Ach, das sind die Leute, die das Spiel programmiert haben. Jetzt habe ich es gecheckt. Genau. Das haben sie cool eingebaut. Also, das ist ein sehr schickes Spiel, muss ich sagen. Ja. Jesus. Ach, und hier, ne? Aha, für die Übersetzung dann. Marketing und PR. Okay, sehr süß gemacht. Sehr süß gemacht. Gut. Ja, Da schauen wir noch mal ins letzte Zimmer. Da. Oh, hallo. Hey. Hey. Did we... Ah, goodbye. Goodbye, okay, dann nicht. Ja. Achso. Dann, nicht, Schau mal vielleicht raus, vielleicht ist da noch was. Oh, ein Aschenbecher. Ein Bett? Ne? Also, warum Aschenbecher? Ich finde, das ist nicht. Ist doch nicht so einladend, oder? Oh, schick. Und jetzt? This is the last time I rely on children to perform the ritual. 2 weeks of acting. All for nothing. Oh well. Oh, die haben es verkackt. There's always next year, ne? Time to leave. Okay. What? Witzig. Ja, das war's auch wirklich. Das haben wir auch wirklich durchgekriegt. Ja, was sind wir gut? Ich bin Herbert Blas, Sidney. Was sind wir gut? Wir sind richtig gut. Wir sind richtig gut. Genau. Sehr stark. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Ja, genau. Nö, dann... Sind wir wirklich durch 2 Stunden, ne? Über 2 Stunden. Durch. Über 2 Stunden. Wir haben gut heute was gestreamt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Spielt gerne die Spiele durch selber. Sind ganz tolle Spiele. Auch manche etwas schwieriger. Und genau. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Fragestunde. Diesmal mit, oder nächstes Mal mit so einem kleinen weiteren Experiment. Sind wir mal sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Und dann würde ich sagen. Ja, genau, sind wir wirklich durch. Nee, ihr könnt die Sachen ja selbst ausprobieren. In der Linkbeschreibung oder in der Beschreibung stehen die Links dazu. Könnt ihr alles runterladen, ausprobieren und lasst euch nicht vom Ayuwuki beißen. Bis dann. Lasst euch nicht vom Ayuwuki beißen. Genau so ist es. Macht's gut. Gute Nacht und keine Albträume. Bis dann. Ciao. So, gut, Stream beendet. Ja, sehr schön, sehr schön. Warum ist das Bild da weg? Ja, egal.